Schön, dass ihr alle da seid. Mayvolution live mit Ilan Stefani und Gerald Hüther. Es ist mir eine wahre Freude, diese Weltpremiere begleiten zu dürfen in einem erstmal, sage ich mal, Dreiergespräch. Ich wurde zwar als Moderator angekündigt, bin aber eigentlich gar kein Moderator, sondern einer, der gerne ins Gespräch kommt. Ich bin der John Aigner. Die einen oder anderen kennen mich über die Mayvolution und vielleicht die Mann sein. Und wir bei der Mayvolution haben eine Männerorganisation gegründet, aus einer Selbsterfahrung heraus, als wir gemerkt haben, dass wenn wir unsere Herzlichkeit und unsere Stärke miteinander kombinieren und in Einklang bringen, dass es uns gelingt, Männer zu sein, die konkurrenzfrei und in ihrer sich unterstützenden Art besser durchs Leben bringen können tatsächlich. Also wir haben gemerkt, wenn wir so miteinander umgehen als Männer, dann kann das für uns im Inneren und im Äußeren eine bessere Welt werden. Die Mayvolution hat daher dann eine Organisation gegründet, die auf Herzlichkeit und auch der männlichen Kraft besteht und einmal im Jahr die Mannsein-Konferenz veranstaltet, eine Mediathek betreibt, wo alle Geschlechter sich zu dem Thema Männlichkeit und Mannsein in unserer Zeit informieren können und wo es Gemeinschaft unter Männern gibt, um genau dieses Erlebnis zu haben, einander unterstützen und die Welt zu einer besseren zu machen tatsächlich. Ein anderes Projekt, das es jetzt gibt, ist das Forum Neue Männlichkeit. Und da kommen wir auch gleich zu einem unserer Gäste heute. Mit Dr. Gerald Hüther haben wir das Forum Neue Männlichkeit in die Welt gebracht. Und auch das ist jetzt etwas, was hier bei der Mayvolution und da draußen begonnen hat zu wirken. Dazu sage ich dann später noch mal ein bisschen was. Mayvolution live und heute ist Ilan Stefani bei uns, das erste Mal. Wir haben uns schon lange aus der Ferne gekannt und ich glaube, Ilan hat auch schon mitbekommen, dass es uns die Mayvolution gibt und es war sozusagen schon immer irgendwie in der Luft, dass wir mal anrufen und sagen, Herr Ilan, ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten. Und ich hatte, nachdem ich ein Gespräch mit Gerald geführt habe, über das Thema Objektivierung, Würde und auch, was das mit Prostitution und was das mit Männern und einer besseren Welt zu tun hat, ist mir sofort Ilan eingefallen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du heute Abend hier bist, Ilan. Herzlich, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und dann begrüße ich den Gerald Hüther, der jetzt schon seit ein paar Jahren mit uns im Kontakt ist und uns, so würde ich sagen, ein Mentor ist mit Gedanken und das, was er in die Welt bringt seit Jahren. Und uns ist eine große Freude, dass wir immer wieder spüren, wie wichtig ihm die Sache der Männer ist und was Männer mit einer besseren Welt zu tun haben in all dem, dass du es immer wieder betonst in deinem Wirken. Herzlich, herzlich willkommen, lieber Gerald. Ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und begrüße alle, die uns heute Abend hier dabei sind und zuhören und zuschauen. Ilan, ich habe vor ein, zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal von dir gehört und das kam über ein Medienecho, das es gab. Du hattest ein Buch geschrieben, das hieß Lieb und Teuer. Und da hast du was getan, was Aufsehen erregt, glaube ich, und was viele als etwas sehr, sehr Spannendes bezeichnen würden. Nämlich du hast frei gewählt Zeit als Prostituierte in einem Berliner Bordell verbracht und hast darüber ein Buch geschrieben. Unter anderem. Und wir sprechen heute über Würde, Objektivierung und so weiter. Wie hast du deine Würde behalten, als du das gemacht hast? Wow, ohne Warm-up, rein in die Fragen. Danke für die Frage. Weißt du, ich möchte mit einer Provokation antworten. Ich habe große Teile meiner Würde dort wieder spüren gelernt. Und ich möchte ganz klar vorweg sagen, ich bin die Letzte, die Prostitution verheimlicht oder verharmlost oder Werbung dafür macht, als Prostituierte zu arbeiten. Aber was hat Prostitution mir geöffnet, was mir vorher verborgen war? Und das war ein Einblick in die Echtheit, mit der Menschen Kontakt suchen. Und es war auch ein Einblick exemplarisch in das, wir haben viele Schattenbereiche in dieser Kultur. Heißt, wir wissen nicht, wie es dort wirklich aussieht.
Und dann gehen wir rein und machen Licht an. Und dann sieht es anders aus, menschlicher, komplexer, individueller, als wir es uns von außen denken. Das heißt, meine Würde war dort plötzlich, bin ich mit echten Menschen, mit echten Männern in echten Fragen unterwegs. Echten Fragen. Ich betrüge hier mit dir meine Ehefrau. Wie geht es mir damit? Da ist meine echte Frage. Und vorher hatte ich 18, 19 Jahre lang Männer in meinem Leben, die mit mir darüber geredet haben, ob die Matheaufgabe richtig gelöst war. Dass eine Seele da hungrig ist, ist ja klar. Und dieses Verdauen in dem Buch Lieb und Teuer, das war dann schon auch das Verdauen und auch das Schildern von Gewalterfahrungen, die ich als traumatisch erlebt habe. Aber es war auch, wir tragen als Gesellschaft nichts dazu bei, das Problem der Objektivierung oder des Würdeverlustes zu lösen. Wenn wir beispielsweise am Thema Prostitution sagen, Männer, die in den Puff gehen, sind schlecht, das trägt nichts dazu bei. Die Rhetorik, hier gibt es die bösen Menschen, hier gibt es die bösen Männer, hier gibt es die gefallenen Mädchen, all das ist viel zu pauschal und viel zu blind, um wirklich in die Materie und in die Kraft der Sache reinzukommen. In dem Sinne ist Prostitution, jetzt ganz kurz, ich will gar nicht länger antworten, wie habe ich meine Würde behalten? Ich habe dort ein Stück meiner Würde wiedergefunden, als ja, ein echter Mensch unter echten Menschen, der sehr ernst genommen wird als Gegenüber. Ich war als 19-Jährige extrem auf Augenhöhe mit Menschen, die ansonsten immer eher noch gefragt haben, ob ich denn als nächstes mal den Doktor mache. Und diese Würde ist ein Stück meiner Freiheit gewesen. In dem Sinne hatte ich das Gefühl, ich steige ein, um frei zu sein. Und nach 2 Jahren habe ich gemerkt, ich bin eingestiegen, um aussteigen zu können. Das hier ist Freiheit. Nicht mehr in der Prostitution arbeiten zu müssen, neben dem, dass mich niemand gezwungen hat. Das heißt, Würde um Würde, Freiheit um Freiheit. Aber so würde ich den Weg beschreiben. Es war der Beginn von einem Aufwachen aus Kulturkonzepten. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Das ist unfassbar. Also dieses, also für mich war das damals, gerade was du sagst und auch diese, dass du das damit sozusagen deine Würde wieder auch ein Stück weiter definiert hast. Ja? Mhm. Das ist, halte ich für so eine inspirierende und so eine ungewöhnliche Geschichte. Gerald, wir beide hatten uns, als wir uns unterhalten haben über diese Thematiken, da kann ich mich erinnern, da hast du mich ein paar Mal gefragt, warum brauchen Männer eigentlich noch Prostituierte? Oder warum gibt es das noch? Und dann habe ich dich mit Ilan zusammengebracht. Was hat das mit dir gemacht, Ilan kennenzulernen? Also, ich habe ja keine Erfahrung, wie das da dazu geht. Und das finde ich deshalb, ich fand das immer spannend und ich habe es nicht verstanden. Und in diesem Gespräch mit Ilan habe ich etwas ganz Tiefes verstanden, nämlich, dass es eben Männer gibt, die auf der Suche nach etwas sind, was sie dort, wo sie zu Hause sind und dort, wo sie leben, offenbar nicht finden. Und ich glaube, Ilan kann das noch viel deutlicher ausdrücken, was die da eigentlich suchen. Das ist, bei manchen mag das sein, dass das reiner Sex ist. Aber was die suchen, ist jemand, der sie einfach mal so nimmt, wie sie sind. Und da bin ich jetzt bei meiner Hirnforscherkunst, weil das ist eines der ganz grundlegenden, tiefsten Bedürfnisse, dass man so, wie man ist, aufgenommen wird in eine Gemeinschaft. Dass man so, wie man ist, angenommen wird und dass man nicht gezwungen wird, viele Anteile von sich zu unterdrücken, nur damit man endlich dazugehören darf. Wenn du endlich aufhörst, das und das zu machen, habe ich dich lieb. Wunderbar. Das zwingt Menschen dazu, einen Lebensweg einzuschlagen, der in tiefster Weise verlogen ist, weil sie sich immer mehr selbst verlieren, weil sie ihre Lebendigkeit verlieren. Im Grunde genommen werden sie sogar bedürftiger, weil sie das, was sie eigentlich im Leben gesucht haben, nicht kriegen. Diese Bedürftigkeit entsteht dadurch, dass ihre beiden Grundbedürfnisse nicht gestillt werden. Also wir haben Hunger und Durst und Schlafbedürfnis. Und dann gibt es aber auch noch seelische Bedürfnisse. Und als soziale Wesen ist das wichtigste seelische Bedürfnis, was wir haben, das nach Zugehörigkeit, nach Verbundenheit mit den anderen.
wir können ja gar nicht alleine leben. Das ist ja ein ziemlicher Blödsinn, dass wir uns das mal so lange gegenseitig eingeredet haben. Aber die Gemeinschaften, in die wir hineinwachsen, sind nicht so, dass wir uns dort auch, dass wir dort Gelegenheit finden, unser zweites großes, wichtiges Bedürfnis zu stillen. Und das heißt, das Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach Autonomie und dann am Ende nach Freiheit. So, und wenn ich als Kind und dann als Heranwachsender und vielleicht dann später als Mann oder Frau erleben muss, dass ich so, wie ich bin, nicht angenommen werde, sondern dass ich erst dann dazugehören darf, wenn ich die Erwartungen der anderen erfülle, habe ich ein Riesenproblem. Das führt hirntechnisch zu einem ziemlichen Durcheinander da oben. Und dann muss ich eine Lösung finden für dieses Problem. Und eine Lösung besteht eben darin, dass man diese Bedürfnisse einfach unterdrückt. Und dann ist man jemand, der, weil er das, was er eigentlich im Leben gesucht hat, nicht finden konnte, auf irgendeine Art und Weise funktioniert, aber zeitlebens ein Bedürftiger bleibt. So, und ich glaube, das ist das, was ich von Ilan gelernt habe. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich das mal so sehe. Aber das ist, möglicherweise sind diese Männer auf der Suche nach einer Person, die sie einfach endlich mal so nimmt, wie sie sind. Wo sie sagen können, was sie sich wünschen, wo sie erleben können, dass sie als Mensch, als Person, auch als Mann einfach da sein dürfen, wie sie sind, ohne dass jemand von ihnen verlangt, dass sie sich anpassen, dass sie funktionieren, dass da alles so klappt und dass sie möglichst effizient sind. Und das kann so ein Grund sein, habe ich seit diesen Gesprächen mit Ilan für mich so herausgefunden, das kann ein Grund sein, dass Männer dann sogar bereit sind, dafür zu bezahlen, dass sie endlich mal gesehen werden und ernst genommen werden. Das ist dann schon ein bisschen verrückt. Ja, was denn das, Ilan, was ich da gesagt habe? Ist das das, was du mir erzählt hast? Ja. Um das Chaos im Gehirn jetzt nicht erneut anzufachen von einer anderen Ecke. Ja, tatsächlich. So eine, große Resonanz zu dem. Ja, und wenn ich ein Bedürftiger bin, dann ist klar, dass ich dann immer was haben muss. Also dann, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft Bedürftige in diesem Sinne sind, aber sie zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie immer irgendwas bekommen wollen von anderen, dass sie andere auch benutzen, um sich das zu verschaffen, was sie brauchen. Aber es sind eben keine, die in der Lage wären und so sehr in ihrer eigenen Kraft wären, dass sie etwas zu verschenken haben. Daran erkennt man, das ist der Unterschied. Der Bedürftige will haben, derjenige, der nicht mehr bedürftig ist, weil er in seiner eigenen Kraft ist, der kann was verschenken. Und ich weiß es nicht, wie du das erlebt hast mit diesen Männern, ob das welche waren, die etwas zu verschenken hatten. Und was die dann verschenken konnten, wenn sie denn schon mal eine Gelegenheit hatten, aus dieser Bedürftigkeit, die dadurch entsteht, dass sie überall so tapfer funktionieren müssen, wenn sie aus dieser Bedürftigkeit dann zumindest für eine Stunde oder zwei rausfinden. Da muss ja plötzlich die innere Seele des Mannes für dich sichtbar werden, weil sonst sieht man den nicht. Sonst ist er immer nur beschäftigt, sein Gesicht zu wahren, gut zu performen, gut auszusehen, guten Eindruck zu machen, Anerkennung zu finden und was wir da so alles als Eigenschaften haben. Und das ist ja nicht nur bei Männern so. Frauen machen das auch, aber die machen es halt auf eine andere Weise. Aber du hast die einzigartige Gelegenheit gehabt, da mal ab und zu einen Mann zu sehen, der plötzlich aus dieser tiefen Bedürftigkeit rauskommt für eine gewisse Zeit, hat er halt dafür bezahlt, okay, aber wie sind denn die dann? Was kommt da raus? Ja, wenn ich den Schichten dessen, wie du sprichst, folge, ich liebe es, wie du sagst, der Bedürftige
neigt dazu oder entwickelt auch die Strategie, andere zu benutzen. Denn genau dieses, der Mann, der Freier, benutzt die Prostituierte, genau das ist ja der stehende Vorwurf, genau das ist ja die stehende Androhung. Wenn du ein Freier bist, bist du böse. Und was für ein Narrativ dahinter, wenn wir die Bedürftigkeit sehen, die vielleicht für den Mann gar nicht spürbar ist, weil die Taubheit Teil dessen ist, wie diese Bedürftigkeit kompensiert wird, mitgeschleppt wird, aber wie dann trotzdem, wie unterbewusst dieses... Irgendwo muss ich hin, irgendwo muss ich mal leben können, irgendwo muss ich mal atmen können, irgendwo muss ich mal auftauchen dürfen, irgendwo muss ich mal ich sein dürfen. Und dann kreiert man diese Schattenwelt, diese Prostituierten, die ja irgendwie nicht richtig dazugehören, die ja irgendwie auch niemandem gegenüber über all das reden, was sie da den ganzen Tag erleben und an Geschichten gehört. Also ich habe tatsächlich Geschichten gehört, wo ich sagte so, du weißt schon, dass ich diese Ohren auch schon mit rausnehme aus dem Puff und auch draußen und danach noch herumlaufe. Also es war eine solche entwaffnende Ehrlichkeit und Offenheit da. Und tatsächlich, dann gab es wie diese Phase der Nährung, der Nachnährung, in dem Sinne, jede Prostituierte ist therapeutisch tätig, das würde ich so unterschreiben, das hat diesen Effekt. Und darunter, ohne jetzt alles in rosarot und Bilderbuch zu malen, wenn wir von versteckten, verheimlichten Bedürfnissen der Männer reden, weshalb sie auch zu Prostituierten gehen, dann ist ein auch verstecktes, verheimlichtes Bedürfnis, Frauen wirklich mal lieben zu dürfen und wirklich mal Frauen gegenüber dieser Art von Überwältigung von der Frau eingestehen zu können. Ohne offiziellen Gesichtsverlust, denn es ist ja kein offizielles Setting. Es ist ja ein sozial toter Raum. Wir existieren ja gar nicht. Dein Name existiert ja nicht richtig und meiner ist vielleicht auch gefaked. Und in diesem Schwebezustand passiert nicht, ach toll, ich habe ja den Raum für die größten Rollenbilder der Welt, für den größten Science-Fiction der Welt. Hier hört der Science-Fiction mal auf. Hier hört das Rollenspiel mal auf. Und hier ist mal was ganz Nacktes und was ganz Ehrliches. Und im Kern, dafür müssen wir nicht in den Puff gehen, um das zu erleben. Wir haben alle die Story im Kopf. Wenn ich meine Masken fallen lasse, wenn ich dir zeige, wer ich wirklich bin, dann werde ich nicht geliebt. Und so sind Menschen nicht designed. Wenn du mir wirklich, wirklich deine Ehrlichkeit zeigst, übernimmt mein Instinkt noch unterhalb von dem Wertesystem von Ilan und sagt, wow. Hier kommt aber so eine Steilvorlage an Authentizität, an Lebendigkeit, an Sicherheit im Sein rein. Das will ich nicht verpassen, das will ich von dir lernen. Das heißt, man könnte sagen, das, was mich so sehr am Puff fasziniert, ist bei weitem nicht der Puff, der ist überhaupt nicht faszinierend. Da geht es um Sex und da geht es um Geld. Beides sind Dinge, die alle kennen. Das ist nicht besonders spannend. Aber es geht halt im Puff und im Sex nicht um Puff und um Sex. Es geht halt um... Kann ich, ohne mich zusammenzureißen, da sein und muss nicht mich entscheiden zwischen Ich sein und Kontakt, muss nicht mich entscheiden zwischen Bindung und Freiheit. Und ja, das geht mit einer Prostituierten. Das ist natürlich schräg, weil man hat dafür bezahlt und das ganze Setting ist gestellt. Aber die Erfahrung im Nervensystem, lieber zu kaufen, als sie gar nicht zu haben, ich glaube, das ist ein ziemlich starkes Statement dafür, wie groß der Hunger ist. Aber ist das nicht schrecklich, dass so viele Menschen umherlaufen und den ganzen Tag sich anstrengen, irgendeine Rolle zu spielen oder diese Rolle auszufüllen? Und dann müssen sie in so eine Einrichtung gehen, um für Geld mal endlich die sein zu dürfen, die nicht diese Rolle spielen müssen. Mhm. Und ist es nicht so, dass Menschen, wenn die in diesen Rollenbildern gefangen sind, die sie da spielen, also als Fußballer oder als Hirnforscher oder als was weiß ich. Die können ja, ein Mensch, der eine Rolle spielt, kann dem anderen ja gar nicht begegnen. Das ist ja immer aneinander vorbei. Und da zeigen sich zwei ja nicht in ihrer Wahrhaftigkeit, sondern ja wie Schauspieler, die eine Rolle spielen und die haben nichts miteinander zu tun. Also und dass man so viele Menschen hat, die gewissermaßen einander gar nicht begegnen können. Und dann gerade so ein Ort, wo ich auch bisher immer gedacht habe, das sei ein schrecklicher Ort. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben über die Würde und dass man einen anderen Menschen nicht als Objekt benutzen darf. Mhm.
Und das ist ja auch ein Ausgangspunkt dafür gewesen, weshalb ich gerne mal mit dir über dieses Thema reden wollte. Und schon im Vorgespräch hast du mich sozusagen auf eine Fährte gebracht, die ich gar nicht auf der Reihe hatte, nämlich, dass die in diesen Rollenbildern überhaupt keine Würde besitzen. Die sind ja gar nicht bei sich, die sind ja jemand anders. Das, in der Psychologie heißt es ein konstruiertes Ich, aber kein wahres Selbst. So, und dann fällt dieses konstruierte Ich wie so ein Kartenhaus in sich zusammen, die lassen es einfach los und dann kommt irgendwas raus und dann wird es überhaupt erst möglich, dass man sich begegnet. Und ein ganz kurzer Punkt. Eine Begegnung passiert ja was. Es passiert ja nichts, wenn Leute in Rollen aneinander vorbeirennen. Lieber Gerald, ein kurzer technischer Hinweis. Es wird gesagt, dass du zu leise bist. Ja, gibt es etwas, was du tun kannst bezüglich deines Mikrofons? Tu was und stelle das etwas näher. So, vielleicht, also wenn es immer noch schlecht ist, muss ich dann das irgendwie hier vor dem Mund halten. Aber ist besser. Vielleicht geht es. Ist gut. Ja, ist besser. Liebe Ilan, wie viele echte Begegnungen konntest du wahrnehmen in all dem Konstruierten, Bezahlten und auch von Gerald gerade nochmal auch nicht, ich glaube, Kohärenz ist auch ein Wort, das du häufig benutzt, Gerald, in diesem Raum, der eigentlich so viel ja, Nicht-Echtheit bergen kann. Wie hast du das erlebt? Zwei Dinge. Wie viele echte Begegnungen? Ich glaube, ich hatte von vornherein ein Faible für das Suchen und auch das Einladen und auch das Ermöglichen der echten Begegnung. Ich vermute, ich hätte die Zahl der echten Begegnungen reduzieren können, indem ich von vornherein sozusagen sehr klar mechanisch eine Dienstleistung angeboten hätte, nach 30 Minuten aufgestanden wäre und so weiter. Insofern, meine Neugierde oder Expertise ist vielleicht dieselbe wie deine, John, nämlich ich komme gerne ins Gespräch. Also auf der Ebene, glaube ich, mein Prozentsatz, und ich wüsste jetzt aber nicht welcher, vielleicht so 80% oder so etwas waren echte Begegnungen, vielleicht 90, 85 würde ich schätzen. Ich möchte nochmal darunter ansetzen. Wenn ich in Rollen bin, dann in einem Modell gesprochen, gehe ich ja davon aus, etwas in der Außenwelt hat die Macht, den Einfluss, meine Innenwelt zu zwingen. Ich muss diese Rolle spielen, denn sonst wäre ich ja nicht sicher. Sonst könnte ich ja nicht tun, was ich möchte, etc. Das heißt, es gibt darunter, unter all den Rollen, die wir spielen, sowas wie, ja, ich habe ja keine Wahl. Jetzt gibt es die Frage von dir, wie viele echte Begegnungen hast du erlebt? Und wenn ich in die Tiefe der Frage gehe, dann denke ich, so viele, wie ich ermöglicht habe. Ich bin nämlich nicht davon abhängig, ob mein Gegenüber eine Rolle spielt oder nicht. Ich bin davon abhängig, ob ich eine Rolle spiele oder nicht. Und alles andere spielt schon wieder in diese Geschichte. Es gibt diese Innenwelt von mir, die wäre ja gerne authentisch. Die hätte ja gerne eine echte Begegnung gehabt. Aber du wolltest ja nicht. Du warst ja in deiner Rolle. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, wir warten in unseren Rollen einfach gern darauf, dass das Gegenüber den ersten Schritt in die Echtheit macht. Aber zu dem, was du gesagt hast, Gerald, mit dem, aber ist das nicht schrecklich? Ja, genau. Und ich glaube, das Einzige, was wir da aufbrechen müssen, können, dürfen, können, tatsächlich können und gemeinsam leichter als alleine, ist die Schicht der Taubheit, durch die wir nicht spüren, dass wir unsere Rollen aber spüren. Durch die wir nicht spüren, dass wir aber nicht gedacht sind, in einem Gefängnis zu leben. Und jede Rolle ist ein Gefängnis. Jede Opferstory ist ein selbstgezimmertes Gefängnis. Würden wir die Taubheit loslassen, würden wir merken, die Antwort auf die Frage, ist das nicht schrecklich, ist ja, es ist schrecklich. Und dann haben wir die Verzweiflung. Und wenn wir die Verzweiflung haben, dann haben wir die Bereitschaft, den ersten Schritt zuerst zu machen. Mit anderen Worten, wenn ich mehr oder weniger echte Begegnung haben möchte in meinem Leben, dann geht es immer darum, welchen Schritt in welche Richtung mache ich. Und es geht nie darum, was mir die Außenwelt wirklich ermöglicht oder verbietet. Und ich glaube, auf diese Weise sind wir alle, denn wir alle sind, sorry, graduell vielleicht verzweifelt über den Druck, durch den wir in Rollen bleiben sollen. Dadurch haben wir ja alle schon das Ticket. Wir haben ja schon diesen Funken der Verzweiflung und wir haben ja dadurch schon diesen Schub von hinten zu sagen, ich mache heute den ersten Schritt zuerst. Und Authentizität und Verwundbarkeit fühlt sich halt riskant an. Und ich habe ebenso viel Mut wie Feigheit von Männern im Puff erlebt. Mehr Mut als
in der offiziellen Welt, würde ich sagen. Allein die Tatsache, in den Puff zu gehen, ist ein Akt der Autonomie. Ich will ihn nicht heilig sprechen, aber ich bin auch weit davon entfernt, Männer heilig zu sprechen, die nicht in den Puff gehen. Beispielsweise du, Gerald, entschuldige bitte, ich werde dir nicht zu nahe treten, aber du sagtest mir natürlich in unserem Gespräch und auch jetzt hier, du kennst diese Welt nicht. Weißt du, Gerald, du bist gut raus, du stehst gut da. Warum eigentlich? Warum eigentlich wissen wir, dass deine Gründe, nicht in den Puff zu gehen, immer die besseren sind, als die von deinem Nachbarn in den Puff zu gehen? Wer sind wir eigentlich, immer so schnell zu sein mit unseren Urteilen? Woher kommt das eigentlich? Und ich glaube, wenn wir als Gesellschaft mehr Raum haben für die männerfeindlichen Aspekte von Patriarchat und nicht nur für die frauenfeindlichen Aspekte, dann würden wir mehr helfen, dass wir alle den Zündfunken in unserer Verzweiflung mehr spüren. Hey, und dann wären wir mindestens doppelt so viele, die das ganze Ding gemeinsam hochgehen lassen können und eben in diese bessere Welt rein. John, ich liebe das, wie du dich auf der Malevolution Homepage vorstellst. Welt retten ist sexy. Ja, lass uns über Welt retten reden, ist doch cool. So, ja. Es ist ja so, das finde ich auch schön, wie du das sagst. Das hängt immer von mir ab. Und wenn ich meine bisherige Rolle ablege und einfach authentisch ich bin, zeige ich mich ja in meiner Subjekthaftigkeit, auch in meiner Verletzlichkeit. Davor haben die meisten Leute wahrscheinlich eine riesige Angst. Aber indem ich das tue, das merke ich immer wieder, kann der andere, das hast du selbst so schön gesagt, der kann gar nicht anders als auch diese Rolle ablegen. Das heißt, wenn ich mich als Subjekt zeige, zeigt sich der andere auch. Und wer das nicht glaubt, der kann das einfach mal in der Stadt beim nächsten Spaziergang, wenn Lockdown vorbei ist und ein paar mehr Leute draußen sind, ausprobieren. Geh mal einfach durch die Stadt und lächle mal jemand an. Die meisten sind erstmal erstaunt, die merken, die können damit nichts anfangen, ist ihnen so selten passiert. Und dann sind doch einige dabei, die so ein Leuchten in die Augen kriegen und die lächeln zurück. Das war der Übergang von einer Beziehung, die aneinander vorbeigeht, in eine Begegnung, wo man über das Lächeln plötzlich merkt, hey, das ist auch ein Mensch. Ist nicht einfach einer, der ja mit irgendwas beschäftigt ist und irgendwo unterwegs ist, sondern der sieht mich. So, und ich glaube, das muss es sein, worum es geht. Es wäre unsere unmittelbare... Oh, irgendwas ist gerade anders am Ton oder ich bin zumindest raus aus dem Bild. Es geht aber, ne? Ich kann jetzt müsstest du wieder da sein, ja. Es wäre unsere unmittelbare direkte Feldstudie am eigenen Leibe, sind Menschen gute Wesen oder böse? Mit anderen Worten, sind Männer gute Wesen oder böse? Und an der Tiefe von dem, was wir an Vorbehalten haben gegen Männer, die für Sex bezahlen, ist, wenn man den Mann erstmal freilässt, dann ist es diese böse Seele. Und deswegen, glaube ich, gibt es all diese Erziehungsmaßnahmen. Du darfst Frauen nicht zum Objekt machen, du darfst Frauen nicht benutzen. Ich denke, okay, also das erzählen wir Männern jetzt seit mindestens mehreren Jahrzehnten. Bessere dich, halte dich im Zaum und wage es nicht, andere zum Objekt zu machen. Tatsache ist immer noch, Prostitution und Pornografie setzen mehr Geld um als alle möglichen anderen Industrien der Welt zusammen, ausgenommen Waffenbranche. Kriegsbranche. Das heißt, würden unsere Erziehungsversuche dem bösen Mann gegenüber wirklich fruchten, dann hätten sie schon gefruchtet. Irgendwas in der Theorie muss falsch sein. Vielleicht sind Männer im Kern gut. Und sie wissen es sozusagen zutiefst selber nicht. Wie es ist, zutiefst selbst nicht zu wissen, gut zu sein, das kenne ich aus eigener Erfahrung, denn ich habe Erfahrung mit Selbsthass. Und an diesen Stellen kann man nun mal nicht sehen, wie es in der Tiefe um jemanden bestellt ist. Und ich glaube, wenn wir aber tatsächlich in einer Kultur aufwachsen, die uns das Ticket für geliebt werden nur gibt, wenn wir Teile unserer selbst verstecken, wie du sagtest, Gerald, dann müssen wir an diesen Stellen Selbsthass installieren. Wie sonst sollen wir uns das erklären? Ja. Das heißt, Selbsthass ist vielleicht tatsächlich ein flächendeckendes Phänomen, was uns flächendeckend blind dafür macht, wo wir wirklich ansetzen müssten. Und ich denke, Männer würden morgen aufhören, sexuelle Gewalt zu verbreiten. Und das tun nicht nur Männer und so weiter, aber einfach, um jetzt in einer ganz stehenden Rhetorik zu sprechen, wenn wir ihnen heute ermöglichen würden, sich selber nicht mehr als Objekt und sich selber nicht mehr als Gegenstand zu behandeln. Ja, ist wunderbar, aber und da steckt auch ganz viel Hoffnung in dem drin, weil jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir feststellen müssen,
dürfen, dass wir ja nicht so auf die Welt kommen in Rollen, die wir nach Kräften auszufüllen versuchen. Es kommt keiner auf die Welt und will also irgendwie unbedingt irgendeine Rolle spielen. Der will einfach da sein und der will geliebt werden und der will so angenommen werden, wie er ist. Das heißt, wir kommen schon mit dem richtigen Setting zur Welt. Deshalb die Antwort, Männer können unmöglich durch ihre genetischen Anlagen solche werden, wie sie dann doch immer wieder über die Jahrtausende hinweg gewesen sind. Sondern das ist eine soziale Kulturleistung. So, und dann wird es bitter. Und dann müssen wir uns fragen, wie ist denn das möglich, dass über so viele Generationen immer wieder derselbe Mist gemacht wird? Und da habe ich kürzlich einen interessanten Aspekt gefunden von den Obstbauern in Südtirol. Weißt du, die, bist du schon an der Autobahn mal lang gefahren, das sind diese ganzen Spalierobstplantagen. Das sind die Zweige so an Drähten festgebunden, damit sie viel Obst bringen. Weißt du, wie die Obstbauern, was der Terminus technicus für diesen, für das Festbinden der Zweige, das heißt Erziehung. Die erziehen ihre Bäume. Und dann gibt es sogar noch einen anderen Ausdruck, der heißt Erziehungsschnitt. Und das ist, wenn so ein Ast dann doch schräg wächst, dass man den einfach abschneidet. So, und da kann man sich jetzt einfach an dem Bild einen Moment lang entlang bewegen und kann sich vorstellen, was denn eigentlich aus einem Mann geworden wäre, den man nicht versucht hätte, an solchen Drähten festzubinden. Wenn der auf einer freien Wiese, so wie er eben beschaffen ist, hätte wachsen können, der eine krumm, der andere schief. Einer ja, ist egal. Aber, macht mich so glücklich, die Vorstellung. Aber ahnst du, was das bedeutet? Das wären lauter unterschiedliche. Jeder auf seine Weise wäre schön, aber jeder wäre anders. Und was wir mit dieser Erziehung machen, ist, wir machen sie alle gleich. Und wir machen sie eigentlich alle kaputt. Weil diese Art von Obstbaumhaltung durch Erziehung führt dazu, dass diese Menschen ihre ganze innere Kraft verlieren. Und dann wirklich nur noch Produzenten von irgendwas sind. Von Äppeln oder von Birnen oder keine Ahnung. Und da liegt, und was mich dann einfach ganz verrückt macht, ist der Umstand, dass das jetzt schon seit Tausenden von Jahren so geht. So, und vielleicht sind wir, um das jetzt hoffnungsfroh umzudrehen, die erste Generation, die an so einem Wendepunkt angekommen ist, wo man das anfängt zu verstehen. Vor 50 Jahren hätte ich, oder vor 20 Jahren hätte ich das noch nicht sagen können, weil es noch nicht durchsichtig war. Man hat es noch nicht so gesehen. Jetzt haben wir diese Corona-Zeit und sehen, was da alles aufbricht. Was alles vorher schon da war, aber jetzt auf einmal kommt es hoch. Und deshalb könnte es sein, dass wir jetzt in so einer Zeit leben, wo das aufbricht, wo immer mehr junge Eltern erkennen, dass das nicht so gut ist, wenn sie ihre Kinder wie die Obstbäume zurechtstutzen, damit sie möglichst viel Ertrag bringen. Und dann müssten die Kinder ja nicht in diese Rollen und dann müssten die nicht ihre lebendigen Wachstumsbedürfnisse unterdrücken. Und dann könnten sie doch endlich so wachsen, wie es in ihnen angelegt ist, mit ihren ganzen Talenten und Begabungen. Und dann würde die Welt der Menschen auf einmal ganz bunt und reichhaltig und vielfältig. Und es gäbe keine, die besser wären als die anderen, weil sie mehr Ertrag bringen, sondern es gibt nur unterschiedliche. Jeder auf seine Weise was Besonderes. Und dann ist es noch schöner, dass diese Hirnforschung dann nun auch noch herausgefunden hat, dass wenn sowas nun aber mal passiert ist, und du bist eben leider durch so eine Erziehung gegangen und haben sie dich da festgebunden, oder genau genommen, du hast dich dann selbst daran gebunden, weil du anders gar nicht dazugehören durftest. Du wärst nie von den anderen als ein ordentlicher Obstbaum angenommen worden, wenn du da über Tisch und Bänke gegangen wärst. Also in deiner ganzen Lebendigkeit geblieben wärst. Also und wenn das heute einer macht, dann kriegt er ja auch entsprechende Maßnahmen oder Medikamente oder sowas. Also wir wollen die nicht. Die stören das Gesamte nur. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es einem passiert ist und man ist jetzt schon durch, also so in meinem Alter, das ist nie zu spät. Das finde ich eigentlich die schönste Botschaft, die es gibt. Es ist nie zu spät, eine neue Erfahrung zu machen. Und wie du beschreibst, sogar unter solchen Bedingungen. Darüber müssen wir aber noch einen Augenblick reden, ob das eine nachhaltige Erfahrung ist oder weil sie gekauft ist, nur
eine eben im Zeitraum der Dienstleistung mögliche Erfahrung. Aber wenn Menschen diese Erfahrung machen könnten, dass sie einfach so sein dürfen, wie sie sind, dann würden durch diese neuen Erfahrungen ja im Hirn auch neue Verschaltungen entstehen. Und da diese Rolle, die sie die ganze Zeit gespielt haben, um ordentlich zu funktionieren, Anerkennung zu kriegen, Macht und Einfluss und Bedeutung und was nicht alles zu gewinnen, damit sie diese Rolle dann, die könnten die ja ablegen, weil diese Rollenmuster, die sind ja alle oben drüber gebaut. Unten drunter ist das ein Mann oder eine Frau mit lebendigen Bedürfnissen. Die waren alle mal total lebendig und keine Rollenspieler. Und dann ist es eben möglich, dass man auch im Alter, sogar im hohen Alter, noch Zugang zu dieser Lebendigkeit findet. Und was du erzählst, ist, man findet wohl Männer, die dann bei dir diesen Zugang finden, weil du sie als Subjekt annimmst in ihrer Art, wie sie sind und nicht einen Obstbaum aus ihnen machen willst, der Ertrag bringt. Aber die Gefahr ist eben relativ groß, dass das dann als eine Ausnahmesituation verstanden wird, weil es ja außerhalb der Gesellschaft passiert. Das ist so, wie die mit den Managern immer nach Grönland fahren und die dann eine Woche lang im Eis rumpickeln lassen. Und da sieht man, da halten die ganz toll zusammen, ein tolles Männerteam, und dann gehen die wieder zurück in ihre Abteilung und sind genauso blöd wie vorher. Es könnte dann eben sein, dass das zwar eine vorübergehende Erfahrung wird, die man da hat, aber weil man die sich für Geld gekauft hat, ist sie nicht echt. Das weiß man auch. Und deshalb hilft sie nichts. Ich bin jetzt die Letzte, die sich in Bezug auf Gehirn mit dir anlegen würde, Gerald. Ich möchte ja, ganz vorsichtig... Ich hätte eine Frage. Tatsächlich, John, möchtest du reinspringen? Oder? Ja, ich bin total neugierig. Also erstmal, du hattest einen wunderschönen Satz gebracht, lass uns das zu einem Forschungsraum machen, dieses Gespräch. Und ich bin gerade total angetan, wie ihr beide gerade forscht. Und ich bin auch aus der Sicht der Mavolution und als Mann gerade so aufgeregt, ob dieser Weltenrettung, die hier möglich wird, wenn wir uns auf diesen Pfad begeben. Ja. Und mich interessieren ein paar Sachen dabei, also diese erzogenen Menschen, ja, die du vorhin so schön gesagt hast, wie Obstbäume erzogen wurden. Ja. Was ist unterschiedlich zwischen dem, wie gerade Männer und Frauen und andere Geschlechter erzogen werden? Ja, was sind die Unterschiede? In welche Seile hängt man die einen und die anderen? Und auch, was bedeutet das dann? Unter anderem vielleicht auch, wo objektivieren sich Männer? Wo prostituieren sich auch Männer, aber vielleicht ganz anders, als das sozusagen Frauen im Bordell tun? Ja? Aber wo passiert das Gleiche mit Männern? Wo haben Männer das? Also da gibt es ja sozialisatorische und wie Gerald ja immer wieder auch schön herausarbeitet, auch angelegt unterschiedliche Dinge, ja, bei Männern und Frauen. Und das ist, was für eine Rolle spielt es auf der Ebene und was für eine Rolle spielt es sozialisatorisch, quasi in welche Seile die gesperrt werden oder in welche erzieherischen Obstbaumaßnahmen zu Männer oder Frauen gebracht werden. Was sind da die Unterschiede eurer Ansicht nach? Und dann anschließend würde ich dahin. Und was machen wir jetzt? Was ist dieser Aufbruch? Und wie sieht das aus? Was ist diese Male-Evolution? Also ich fange mal an und du machst dann weiter, Elan. Ja. Ich bin ja Biologe. Und es ist sehr verständlich, dass wenn hochkomplexe Lebewesen Nachkommen zeugen wollen, dass es die Evolution so eingerichtet hat, dass diese ersten Schritte in der Entwicklung dieser Nachkommen nicht in der freien Natur stattfinden, sondern geschützt, in einem geschützten Raum. Und dazu hat sich die Natur das weibliche Geschlecht ausgesucht. Und deshalb ist es wohl naheliegend, dass Frauen sich eher um diesen inneren Raum der Bewahrung der Schöpfung kümmern. Und Männer sind eigentlich übrig.
Die braucht man für die Zeugung, aber wie ich dann immer gerne zum allgemeinen Erheitern berichte, das Ejakulat eines Mannes, ein einziges, reicht aus, um die gesamte nordamerikanische weibliche Bevölkerung zweimal zu befruchten. Ob das heute noch so viel ist, weiß ich nicht, aber damals, als sie das gemessen haben, war das so. Das heißt, die meisten Männer sind übrig für diesen nackten Befruchtungsakt. Die müssen, und dann kann man fragen, warum hat die Natur die nicht alle sozusagen abgeschafft? Ist ja eigentlich unnötig. Nein, das sind diejenigen, die dann den Raum explorieren, in dem weiteres Leben und Gedeihen und auch Wachstum möglich ist. Deshalb sind Männer, ich gehe jetzt auf ganz dünnes Eis, aber ich sage das als Biologe. Das männliche Geschlecht ist dazu da, den äußeren Raum zu explorieren, um sozusagen weiteres Wachstum für die Spezies möglich zu machen. Das weibliche Geschlecht ist dazu da, den inneren Kern zu bewahren, damit die Rahmenbedingungen für die ersten Entwicklungsschritte so gestellt werden können, dass je plastischer und anpassungsfähiger das Hirn ist, da eine sichere Umgebung herrscht, in der nichts schiefgehen kann. So, das ist die Biologie. Und die setzt so ein bisschen einen Rahmen, und damit bin ich eben bei der Antwort für dich, John, dass Männer irgendwie stärker außenorientiert sind und auch immer das Bedürfnis haben, irgendwie im Außen irgendwas zu finden. Das ist vielleicht so eine Tendenz, die sich daraus ergibt. Und dann kommt noch was Zweites dazu, und damit gebe ich den Ball dann an dich. Da gibt es ja Untersuchungen, die so weltweit untersucht haben, was die Präferenzen bei der Paarbildung sind. Also vor allen Dingen nicht so für den Sex, aber vor allen Dingen für die Reproduktion. Also nach welchen Kriterien suchen sich Männer und Frauen ihre Partner aus für die Reproduktion? Und das haben sie da in allen Ländern gemessen. Und Bass heißt dieser Amerikaner, der das gemacht hat, hat ja schöne Studien dazu veröffentlicht. Und da kommt raus, die Männer haben ein Kriterium, was bei den Frauen erst viel weiter hinten rangiert. Und das heißt im Englischen Physical Attractiveness. Durch ihre Auswahl immer besonders hübsche Frauen haben zu wollen, was in der jeweiligen Kultur als hübsch betrachtet worden ist, das ist auch unterschiedlich, aber durch diese Auswahl findet etwas statt, was der Darwin selektive Zuchtwahl genannt hat, also das sexuelle Zuchtwahl. Das heißt, Männer haben mit ihrem Auswahlverhalten instinktiv, ohne das zu wollen, dazu beigetragen, dass die Frauen immer schöner geworden sind. So. Und die Frauen, das war das Kompliment jetzt, aber Danke, die Frauen haben auch ein Kriterium, das deckt sich dann eigentlich mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Frauen haben ein Kriterium, die kriegen am liebsten Kinder mit einem Mann, also sind in diese, lassen sich auf Sex ein, mit dem Ziel dann auch reproduktiv zu werden, wenn der Mann einen hohen sozialen Status hat. Überall. Frauen wählen Männer, die was hermachen. Und zwar nicht so sehr von der Schönheit, sondern von dem Ansehen. Also Reichtum, Macht, Einfluss, Geld. Und da haben offenbar Frauen über viele, viele, viele Generationen hinweg einen männlichen Typus hervorgebracht, über den wir uns heute ärgern. Aber das ist dieser unglaublich nach Anerkennung, nach Bedeutung, nach Einfluss, nach Macht, nach Reichtum und so strebende Mann. Also das ist jetzt ein Gesichtspunkt, der wird vielen Frauen vielleicht nicht gefallen, aber hier hat etwas stattgefunden. Und wenn ich als Junge in diese Welt reinwachse und mich frage, was muss ich denn machen, damit ich eine Frau bekomme, mit der ich eine Familie gründen kann und die Kinder großziehen kann, dann ist es heute vielleicht nicht mehr so ganz deutlich, aber über Jahrhunderte hinweg hieß das, ich muss irgendeine Rolle spielen, ich muss bedeutsam sein, ich muss Geld haben, ich muss Einfluss haben. Ist ja heute noch so, dass in manchen Kulturen kann man erst heiraten als Mann, wenn man da irgendwie genug zusammengerafft hat, dass man dann auch das bezahlen kann. Also das sind dann auf einmal so äußere Rahmenbedingungen, die jetzt nicht heute und morgen eine große Rolle spielen, aber die offenbar über Jahrtausende und unendlich viele Generationen hinweg eine Riesenrolle gespielt haben und mit dem Ergebnis, dass das dann Kultur geworden ist. Dass Männer sich gegenseitig anspornen, noch mehr Macht und Einfluss zu kriegen, das heißt dann Patriarchat, andere zu beherrschen,
nicht nur, weil sie dadurch Macht bekommen haben, sondern weil die Chance, dass sie eine tolle Frau kriegen, auch größer war. Jetzt habe ich dich sprachlos gemacht, oder? Nein, ich bin am Überlegen. Ich fühle mich so eingeladen von diesem Forschungsraum, den du nochmal zitiert hast, John. Und ich möchte fast gar nicht versuchen, zu dem, was du sagst, jetzt irgendwie linear, das wäre ja auch langweilig, irgendwas zu sagen, sondern wie mehr Fragezeichen aufplatzen zu lassen, wie entlang dessen, was du sagst. Erstmal neben dem, okay, du bist Biologe, ich bin immer mit dem großen Fragezeichen, was ist Kultur, was ist Biologie, weil ich weiß, wir Kulturmenschen, uns kommen die Dinge unglaublich schnell, unglaublich tief und biologisch vor und in echt sind sie einfach nur eine dünne Hülse von Erziehungsgewohnheit. Wir denken, die tiefste Seele spricht aus mir, ich brauche einen Mann mit hohem Status. Und in echt ist es einfach nur, naja, sonst nimmt mich ja eh niemand ernst. Und das fühlt sich dann nach Biologie an, ist vielleicht gerade mal 20 oder vielleicht sogar nur 2 Jahre alt. Dinge können sich sehr tief anfühlen, wenn sie durch Trauma aufgeladen sind. Also ich bin sehr interessiert an diesen Trauma-Impacts oder diesen Trauma-Ladungen, durch die Kulturen so immens schwer sich verwandeln, auch wenn sie sehr viel Einsicht haben, wie zum Beispiel wir, dass wir vieles anders machen müssten. Wir wissen so viel, wir wenden so wenig an. Für mich liegt die Erklärung in dem, was wir transgenerational tatsächlich an Trauma aus Kriegen und so weiter vererbt haben. Und um jetzt mal starke Sprache zu verwenden oder eine heftige Sprache, ich halte das Patriarchat für eine traumatische Konstellation, wenn es darum geht, dass Frauen und Mädchen sich sicher fühlen sollen. Und wenn es darum geht, dass Männer und Jungs sich sicher fühlen sollen und wenn es darum geht, dass irgendein anderes Geschlecht sich sicher fühlen soll. Mhm. Es geht für niemanden. Im Patriarchat verlieren beide und alle Geschlechter. Und in dem Sinne, wenn ich jetzt beispielsweise höre, es geht darum, oder ich als Frau ja, aufgrund der Biologie, dass ich den Mann mit dem höheren Status möchte, weißt du, das Patriarchat, als wesentlicher Unterschied auch zu deiner Frage, John, was ist passiert und was war so unterschiedlich für mich als Mädchen und für dich als Jungen? Gerald, im Kern hast du gelernt, du als Junge bist ein potenzieller Mann, Schrägstrich, potenzieller Vergewaltiger. Du bist, wenn du frei bist, ein gefährliches Tier. Und ich, wenn ich frei bin, ich bin nicht gefährlich, ich bin gefährdet. Du bist der geborene Täter, ich bin das geborene Opfer. Dass ich als geborenes Opfer schnell in die Fittiche von einem geborenen Täter, und zwar möglichst dem stärksten von allen, möchte, vor dem Hintergrund natürlich zaubert meine Biochemie dann ein bisschen sexuelles Begehren. Also insofern, ich weiß erstens nicht, was ist Kultur, was ist Biologie, und das ist nur das Fragezeichen, weil ich glaube, ein Forschungsraum kriegt mehr Dampf durch Fragezeichen statt durch Antworten. Und dahinter aber, wenn ich beispielsweise höre, ach so, ich als Mann bin mehr nach außen orientiert und ins Brauchen und in die Außenwelt, dann interessiert mich gar nicht so sehr, stimmt das oder stimmt das nicht? Mich interessiert eher, welcher Mann hört es wann und erklärt damit ein inneres Gefängnis als gegebene Biologie. Und an dieser Stelle wünschte ich mir, er hätte nicht gehört, wie sehr du recht hast, Gerald, weil ich nicht will, dass er das, wo du recht hast, nutzt, um in seinem eigenen Gefängnis nicht schimmern zu sehen, dass es anders ginge. Zu deiner Frage vorhin, ja, ganz kurz, lass mich das mal kurz sagen. Zu deiner Frage vorhin, ist die Erfahrung nachhaltig im Puff oder nicht? Das ist dasselbe wie in Seminaren. Leute weinen, werden geliebt und werden gehalten und sagen danach aber ganz ehrlich, das ist doch hier bezahlt. Das ist genau dasselbe. Und ich sage dann immer, ja, für deinen Neokortex ist das, das stimmt, du hast hier Geld bezahlt, sonst hätten wir dich auch nicht im Arm gehalten. Dieses ganze Gruppensetting entstand nur, dieses ganze Puff-Setting entstand nur, weil du bezahlt hast, vielleicht mich bezahlt hast. Aber die Ebenen darunter haben eine unmittelbare physische und sexuelle Referenzerfahrung. Das heißt, im Endeffekt lasse ich selbst dem Mann im Puff nicht durchgehen. Er geht natürlich nur im Puff, weil er nicht mehr daran glaubt, dass er real, 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 ohne eigene Prostitution, ohne eigenen Tauschhandel, ohne innere Abspaltung, wirklich mal sein darf, wer er will, mit Menschen auf Augenhöhe. Daran glaubt er nicht, sonst wäre er ja gar nicht im Puff gelandet. Aber darunter hat sein Nervensystem eine vollständige Erfahrung mit
energetischem Austausch und so weiter fabriziert, auf die kann er zurückgreifen. Es ist ein bisschen wie, welche Ebene in ihm nimmt er denn jetzt ernst? Und ich glaube, in der tiefen Intelligenz von ein Mann geht in den Puff, ist das schon ein gelungener Freiheitscoup, denn er hat eine vollständige Erfahrung von Freiheit. Er darf sich nur nicht jetzt in dem Moment erzählen, aber er hat Geld dafür bezahlt und er muss sich selber halt sehr, sehr ernst nehmen als ein unbedingt freies Wesen, was auch tatsächlich das Potenzial hat, in diesem Leben frei zu sein. Und wenn ich dann mir biologische Männer, Wahrheiten, Forschungsergebnisse, Theorien, was auch immer anhöre, höre ich eigentlich nicht, stimmt das oder nicht, sondern ich höre, was richtet es an, dass wir es heute hören. Denn wenn wir mit der wahren Biologie die unglückliche, traumatisierte und unglückvererbende Kultur verwechseln, dann wäre mir lieber, wir wüssten nichts über Wahrheit, aber wir würden in die Freiheit sprengen, weil wir dumm sind. Das wäre doch immer noch lustiger. Ja. Nein, nur ganz kurz. Ich glaube, wir gehen da immer zu schnell los und denken, das sei eine Dichotomie zwischen Kultur und Biologie. Das stimmt ja gar nicht. Also wenn ich als Kind so erzogen werde, dann wird das ja in meiner Körperlichkeit, in meiner Biologie verankert. Das heißt, deine traumatischen Erfahrungen, die da vielleicht im 30-jährigen Krieg vor ein paar hundert Jahren gemacht worden sind und die in bestimmten Familien möglicherweise bis heute weitergegeben werden, das ist nichts Kulturelles, das hat eine Struktur. Das wird in jedem Kind wird diese selbe Struktur durch die Traumatisierung der Eltern wieder neu aufgebaut. Ja, jedes Kind, was hier auf die Welt kommt, wird ihm so ein Rollenmodell nahegelegt, in das es reinwächst. Das muss es aber nicht. Das hat mit Biologie nichts zu tun. Aber wenn es dann die Rolle hat, dann kannst du im Hirn nachweisen, dass der da also an der einen Stelle dicker und an der anderen Stelle weniger dick vernetzt ist. Und da merkt man plötzlich, dass die Kultur die Biologie macht. Das ist ja viel verrückter. Und die Erfahrungen, die ich mache, prägen mein Gehirn. Am Ende habe ich eine Struktur im Gehirn. Die ist aber nicht durch die Biologie entstanden, sondern durch die blöden Erfahrungen oder auch die schöne. Und apropos schöne Erfahrungen, das kann ich mir natürlich vorstellen, wie wir das miteinander besprochen haben, dass man dann für Geld, ähnlich wie die Manager da in Grönland, mal erleben kann, wie schön es sein kann, wenn man so sein darf, wie man eigentlich ist. Aber eigentlich, das müssten wir doch beide sagen können, wäre doch die richtige Gelegenheit, dass man tatsächlich nicht im Puff, sondern im freien Leben draußen jemanden begegnet, der einen so nimmt und so erkennt, wie man ist. Und das wäre dann ohne Geld. Und das wäre nicht in so einem geschützten Raum. Das wäre im Leben. Also wäre das doch eigentlich die schönste Vorstellung, die wir haben könnten, um dem Ganzen sozusagen diese Attraktivität zu nehmen, als eine gewisse Ersatzlösung für das, was im realen Leben in so vielen Fällen und in so vielen Partnerschaften und Beziehungen nicht gelingt. Man müsste eigentlich einen Partner haben, der einen so nimmt, wie man ist und der nicht an einem rummacht und der sich nicht insgeheim einen anderen wünscht und der einem das nicht immer auf irgendeine Art und Weise zu verstehen gibt, dass man doch wieder irgendwie nicht so ist, wie man sich das, wie der die Frau sich das gewünscht hätte. Und wir kennen alle so gelegentlich, aber ganz, ganz selten solche Partnerschaften, solche Liebesbeziehungen. Aber die machen 1, 2, 3% der Bevölkerung aus. Das ist so selten. Und dort ist das lebendige Leben und dort ist es richtig. Und das, was wir in der Masse erleben, ist auch alles richtig, aber nicht so günstig, um jetzt mal ganz vorsichtig das so zu formulieren, dass wir es nicht bewerten. Ist nicht so günstig, weil dann leiden eigentlich beide, genau. Es sind nicht nur die Männer, die darunter leiden, es sind die Frauen, die genauso darunter leiden. Und die Befreiung aus diesem Ganzen, das war jetzt schon deine nächste Frage. Wie kommen wir da raus aus der Nummer? Komm, wir schinden noch ein bisschen Zeit, Gerald, bevor es jetzt hier Zeit gemacht hat. Richtig, richtig. apropos Zeit, also ich finde das ganz großartig, es geht auch noch so lange ihr wollt weiter, aber wir haben schon fast 60 Minuten und ich finde diesen Forschungsraum ganz, ganz wunderbar und ja, ich möchte als nächstes dahin kommen, wie geht es jetzt weiter? Zu diesem Forschungsraum, liebe Zuhörer und Teilnehmende, gehört auch ihr.
alle eure Fragen, die hier schon im Chat aufpoppen, die werden von unserem Team im Hintergrund alle gelesen und die werden mir dann auch reingereicht. In der zweiten Stunde werden wir oder im Anschluss nach diesem Teil, wo wir uns mit wie geht's weiter beschäftigen, seid ihr dran. Das heißt, wenn ihr jetzt Fragen habt, jetzt ist der Zeitpunkt, sie dann in den Chat zu tun und unser Team sie lesen zu lassen. Und sie werden mir dann sozusagen hier reingereicht und ich werde sie dann an Ilan und an Gerald stellen. Und deshalb, ihr könnt auch gerne dazu schreiben, ob es vielleicht eine Frage an einen von beiden ist oder eine generelle. Und das Team bitte ich, also die Martin und René und Corwin, bitte schreibt mit dazu, wer die Frage stellt, sodass wir auch wissen, ob es sich um einen Mann, eine Frau oder einen diversen Menschen handelt. Ja, ihr beiden, ich bin total angetan von dem, was wir jetzt hier schon in unserem Forschungsraum ein bisschen so rausgearbeitet haben. Mich interessieren noch zwei Sachen. Ilan, du hast gesprochen vorhin, also da musste ich an was denken, was ich tatsächlich auch, du bist ja auch Körperforscherin und Seminarleiterin und ich kenne das auch, das, was du beschreibst, das ist sowas wie eine Rolle oder das damals, was du in deiner Zeit als Prostituierte erlebt hast, dass es was Echtes gibt, das durch diese Rolle möglich wird, weil du es, wenn du dich dazu entscheidest, sozusagen auch etwas bist und darstellst in dem Moment, was eine echte, ja, wie ein Workshop-Erfahrung herstellen kann. Und ich kenne das sehr, sehr gut, dass es sowas wie ein Surrogat oder einen Platzhalter gibt. Ja. Und ich in meiner Arbeit als Männercoach kenne ich das, wo ich manchmal dann in die Rolle des Vaters schlüpfe für die eine Übungssession, wo das ganz eindeutig ist, dass da gerade etwas kommt, was mit der Kindheit des Coaches zu tun hat und so weiter. Ja. Und wo ich dann in dem Moment sozusagen fast schon systemisch da bin, um ihm eine Erfahrung zu geben, die etwas besser macht und die etwas ist, was ihm gut tut. Ja. Und da interessieren mich jetzt zwei Sachen. Also solange es das vielleicht noch gibt, diese Surrogate, ja, von denen man halten kann, was man will, wenn man so will und auch darüber streiten kann, wie echt das denn dann noch ist. Ja, aber es gibt sie. Deshalb interessiert mich auch in diesem Blick auf, wie geht's jetzt weiter? Was brauchen wir für Surrogate oder Rollen oder Mentoren, ja, für die Geschlechter, aber vielleicht heute Abend insbesondere für die Männer? Ja, was brauchen die? Und vielleicht gibt uns das ja schon Fragezeichen und sowas wie auch Antworten oder eben Fährten, wo es jetzt hingehen kann. Mhm. Was meint ihr? Was brauchen wir? Wie sehen die Mentoren aus oder diese Rollenhalter für Männer? Ich finde, wir haben viel, glaube ich, Einsicht in den Weg der Heilung, um es jetzt mal einfach in Anführungsstrichen Weg der Heilung zu setzen. Das sind optimale, zumindest fördernde Umstände für eine Innenwelt, um sich wieder wach zu küssen, für die Lebendigkeit, um aus den Rollenbildern rauszufinden. Der Weg der Heilung bedeutet immer, ich brauche von dir, liebe Außenwelt, Folgendes. Ich glaube, wir sind global und in vielen Situationen individuell einfach sozusagen die 98%, die halt nicht zu diesen zauberhaften Liebesbeziehungen gehören, von denen du gerade so schön, Gerald, gesprochen hast. Es war so schön, es ist nur so verdammt selten. Die anderen 98%, zum Beispiel ich, hören sich das jetzt also an und sagen, ah ja, kein Wunder, also ich kann nichts machen. Wo lande ich? Auf dem Rücken liegend, mich wehrlos fühlend, ausgeliefert, in meinen Rollen gefangen. Das heißt, ich möchte mit dem Wort brauchen extrem vorsichtig sein. Nicht, weil ich bestreiten würde, dass wir in dem Sinne Sachen brauchen, sondern weil ich sage, wenn wir die Rhetorik, wir brauchen Sachen, weiter fortführen, dann werden wir weiterhin nichts ändern. Das Einzige, was du brauchst, ist Zugang zu deiner Verzweiflung und deiner Sehnsucht und ein ganz tiefes Vorschussvertrauen in dich selber, dass die Tiefe in dir nicht schwarz und böse ist, sondern überquellend gut und tatsächlich, wie du sagtest, Gerald, schenken möchte. Und in dem Sinne, was brauchen wir? Wir brauchen die verkörperte Präsenz dessen, dass mir auf eine Art diese Außenwelt nichts schuldet und dass es nie morgen sein wird. Und dann machen wir den verdammten ersten Schritt. Dann sind wir halt das Role Model, das wir nicht hatten. Was brauchen Männer? Die müssen sich jetzt halt selber die Vorbilder liefern, beziehungsweise Vorbilder füreinander sein, auch wenn sie keine hatten. Und dass sie keine hatten, ist total tragisch. Und gleichzeitig, da wir sie nicht haben, möchte ich jetzt nicht eine andere Ebene von Männern bräuchten, um voranzukommen.
Niemand braucht irgendetwas mehr, als im Kern zu spüren, ich will nicht länger funktionieren, ich will freibrechen und leben. Und damit werden wir diese Stichflamme, damit werden wir dieser Mentor, damit werden wir dieses Vorbild, was sich dadurch gründet, dass wir es nicht können, sondern tun. In dem Sinne, ich möchte nicht sagen, was irgendjemand braucht, weil ich es auch global, ich habe das Gefühl, global, uns läuft die Zeit davon, um Sachen zu brauchen, die morgen hoffentlich da sind in der Außenwelt. Gerald? Es gefällt mir unglaublich gut, mit Ilan so reden zu können, weil das ist genau das, ich habe wirklich lange danach gesucht, was wir brauchen. Und das ist immer wieder der Versuch, es im Außen zu finden. Selbst deine Frage, wie müssen wir Männer coachen oder wie müssen wir ein Mentor, wie muss ein Mentor sein? Das Einzige, was du machen kannst, du kannst keinen Menschen verändern. Also kein Mann und keine Frau und dein Partner nicht und deine Eltern nicht und deine Kinder auch nicht. Das ist eine totale Illusion. Wenn wir uns damit erstmal abfinden, dass wir andere nicht verändern können, außer dass wir sie zum Palierobst machen, ist alles okay. So, das Einzige, was geht, ist, dass sich diese betreffende Person selbst verändert. Und dann würde das für einen Mentor heißen, er kann diese Person einladen, ermutigen, inspirieren, so eine Veränderung zu wollen. Weil wenn einer sich nicht verändern will, macht das nicht. Und er wird es aber nur wollen können, wenn das, was am Ende dieser Veränderung rauskommt, für ihn spürbar positiver, attraktiver ist als das, was er vorher gehabt hat. Und da die meisten Menschen Angst haben, irgendwas zu verlieren, wenn sie sich verändern, machen sie lieber in dem Sumpf weiter, in dem sie die ganze Zeit sich zurechtgefunden haben und wo sie wenigstens wissen, da kann ich meine Rolle spielen, da passiert nichts, da bricht nicht alles zusammen. So, und dann gibt es drei. Ich habe richtig lange darüber geforscht. Also drei Möglichkeiten, wie sich ein Mensch selbst verändert. Die erste heißt Zusammenbruch, Krise, Ende. So, also Burnout, ganze Zeit die Rolle gespielt, dann irgendwann gegen die Wand geklatscht. 99% der Leute, denen das passiert, rappeln sich wieder auf und machen so weiter wie bisher. Aber ab und zu ist mal einer dabei, der bei diesem Zusammenbruch irgendwie wieder mit dem in Kontakt kommt, was du da sagst, nämlich mit diesen inneren, lebendigen Anteilen, die er die ganze Zeit zugekippt hat. Und der macht anders weiter. Der passt aber jetzt auch nicht mehr in die Welt. Wenn das ein Unternehmer war, der wird dann nicht wieder in das Unternehmen gehen. Die Frau und die Kinder, die Familie, die Freunde, ist alles, und die machen dann einen ganz anderen Weg. Man kennt solche Lebensgeschichten manchmal, trifft man sogar so einen Menschen, aber extrem selten. Das kann ich auch keinem, das kann kein Ziel sein, so wie du sagst, so viel Zeit haben wir gar nicht, zu warten, bis die alle gegen die Wand geklatscht sind. Und dann 10-mal gegen die Wand müssen, bevor sie endlich begreifen, dass das so nicht geht. Die zweite Variante gefällt mir besser, aber die dauert auch zu lange. Das kennst du auch, das sind Sternstunden. Ein bisschen redest du ja über solche Sternstunden. Ein Moment, wo du plötzlich in Berührung mit diesem inneren Anteilen kommst, die du die ganze Zeit unterdrückt, abgespalten, eingewickelt und weggehemmt hast. So, und dann bist du irgendwo und siehst in der Natur einen Baum und dann fällst du auf die Knie und du brichst in Tränen aus. Oder liest ein Buch oder bist im Kino. Also manchmal passiert es im Theater, Musik geht auch. Und am häufigsten ist es eben doch, dass man irgendeinen Menschen trifft, der, wo man plötzlich merkt, hey, das ist ja Wahnsinn, was ich da plötzlich machen kann, dass ich plötzlich wieder Zugang kriege. Ich muss mich gar nicht mehr schützen. Ich muss nicht mehr funktionieren. Ich darf endlich mal mich mit meinen eigenen lebendigen Bedürfnissen verbinden. Das passiert manchmal, Sternstunden. Aber auch hier ist es bei vielen so, dass die sich anschließend schütteln und sagen, okay, jetzt geht's Leben weiter. Und das war das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn die aus dem Puff dann rauskommen. Mhm. Und dann gibt es diesen anderen Weg, den ich jetzt im Augenblick eigentlich unglaublich, je länger ich drüber rede und auch darüber nachdenke, immer spannender finde. Man kann auch jemanden einladen, ein kleines bisschen liebevoller als bisher zu sich selbst zu sein. So. Und das ist ein ganz verrückter Ansatz. Weil das ist nicht so schwer. Also erstens ist es nicht was Kognitives. So. Also wenn ich sagen würde, Selbstliebe ist wichtig, wir müssten alle Selbstliebe lernen, hätten wir sofort eine Diskussion, was Selbstliebe ist. Nee,
du könntest ein kleines bisschen liebevoller zu dir selbst sein, dann kann der nur sagen, mache ich oder mache ich nicht. Und er kann es ja mal ausprobieren. Und das kann er ganz, jeder kann das an irgendeiner Stelle ausprobieren. Ein kleines bisschen liebevoller. Das machen, was ihm gut tut und nicht das, was ihm dauernd schlecht tut. Beim Essen, beim Fernsehen gucken, im Internet surfen, was weiß ich wo. Ja? Und dann fängt er irgendwo an und dann passiert ein Wunder hirntechnisch. Der erlebt sich wieder als Gestalter. Der wird zum Subjekt, weil er plötzlich merkt, hey, das bin ja ich. Ich habe mir jetzt diesen wunderbaren Abend geschenkt, indem ich diesen scheiß Krimi mir nicht angeguckt habe. Oder diese bescheuerte Diskussionssendung hier über Corona und wen auch immer. So, und auf einmal wird das ein Mensch, der sich wieder mit seiner eigenen Lebendigkeit verbindet. Und dann kriegt er wieder Zugang zu seinem Körper, zu seinen Signalen aus dem eigenen Körper. Er spürt sich wieder. Das ist fast wie eine Wiederbelebung. Und ich kenne also eine Reihe von Menschen, die das ausprobiert haben, die sagen, dass ich bin wie eine Verwandlung. Aber die verwandeln sich selbst. Das, was man von außen machen kann, ist nur einladen, ermutigen, inspirieren. Für alle, die das interessiert, wir haben jetzt aus der Akademie so eine Webseite gebaut, die heißt liebevoll.jetzt. www.liebevoll.jetzt. Und die ist erst seit einer Woche oder höchstens zwei Wochen im Netz. Und da haben sich inzwischen über 1000 Leute dort eingetragen mit Bild und sagen, wunderbar, mache ich mit. Und da gibt es gar nichts dafür. Weder kann man da Mitglied werden, noch kann man da, sondern das sind einfach aus innerer Überzeugung, wollen die zu den Menschen gehören, die sagen, ich mache diesen Zirkus jetzt nicht weiter mit. Ich will nicht länger funktionieren. Ich will versuchen, so gut es geht, liebevoll mit mir selbst umzugehen und in meiner Nachbarschaft, in meinem Freundeskreis will ich andere ermutigen, das auch zu tun. Und da kommen Menschen plötzlich in ihre eigene Kraft und aus der Kraft heraus können die was verschenken. Da müssen sie nicht immer zu was haben. Und das Tolle dabei ist, du musst nicht warten, bis alle anderen das auch machen, kannst du sofort anfangen. Sofort sieht die Welt anders aus. Und du musst auch nicht reich sein oder Möglichkeiten dazu haben. Das kann sogar ein Häftling im Knast. Und der kann sich auch entscheiden, ob er weiter mit dem Kopf gegen die Wand rennen will, bis alles blutig ist, oder ob er sich aufs Bett setzt und sich mal überlegt, was er tun kann, was ihm selbst gut tut, liebevoll zu sich selbst zu sein. Und dann gewinnt der Mensch innerhalb des Gefängnisses, in dem wir alle leben, das ist ja dieser Rahmen, wie wir funktionieren müssen, gewinnt der Einzelne dadurch, dass er liebevoll zu sich selbst ist, plötzlich Freiheit. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und das wäre, John, die Antwort. Lass uns die Männer als Frauen und als Männer, lass uns gegenseitig einladen, einfach ein kleines bisschen liebevoller zu uns selbst zu sein. Dass wir aus der Bedürftigkeit rauskommen. Das kann man auch außerhalb des Bordells. Na gut. Halte ich für eine gewagte These. Ich danke dir sehr, lieber Gerald. Du sagst ja, das ist ein Zitat von dir, kein Mensch kann die in ihm angelegten Potenziale entfalten, wenn er in seiner Würde von anderen verletzt wird oder sich gar selbst in seiner eigenen Würde verletzt. Und du sagst, und von die Akademie, von der du gerade sprichst, das ist die Akademie für Potenzialentfaltung, nehme ich an. Mhm. Ist es so, dass dieses sich selbst nicht lieben oder sich lieblos verhalten, ist das entwürdigend und selbstentwürdigend? Und insofern auch nicht möglich, dann deine Potenziale zu entfalten? Ich kann das so richtig auch so erklären. Anfangs habe ich gesagt, Menschen können die in ihnen angelegten Potenziale nur entfalten, wenn sie mit anderen in einer Begegnung sind, wo jeder den anderen als Subjekt erlebt. Das war das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Dann habe ich gemerkt, viele Leute verstehen das nicht. Die haben gedacht, das ist Grammatik, Subjekt, Objekt, Prädikat oder sowas. Also ist nicht so gut angekommen. Dann habe ich gedacht, muss einen anderen Begriff finden. Und habe gesagt, okay, wenn ein Mensch sozusagen sich darüber im Klaren wird, dass er doch eigentlich ein Subjekt ist und nicht irgend so ein zurechtgeschnittener Obstbaum, dann könnte der doch auch aufpassen, dass er diese Subjekthaftigkeit bewahrt. Und das heißt, er kann da aufpassen, sich seiner eigenen Würde bewusst zu werden und sie dann zu bewahren. Und dann stellt er sich anderen nicht mehr als Objekt zur Verfügung, macht sich auch selber nicht mehr zum Objekt.
da hatte ich das versucht und habe festgestellt, da reden die Leute dann, das geht immer gleich in den Kopf und dann reden sie dann darüber, was nun Würde ist und was das mit Ethik und Moral zu tun hat. Da ist es schon vorbei. Es war ja auch eine Aufforderung, du könntest deine eigene Würde bewahren und nicht, was ist denn nun Würde? Und jetzt ist die ganz einfache Variante und immer noch dasselbe. Wenn ich anfange, liebevoll zu mir selbst umzugehen, dann entdecke ich mich in meiner eigenen Subjekthaftigkeit. Dann werde ich wieder Subjekt und damit gewinne ich meine Würde. Und damit bin ich in der Situation, dass ich andere nicht mehr benutzen muss. Da muss ich auch nicht mehr von denen was kriegen. Da muss ich auch nicht dauernd rumjammern. Ich kann ohne dich nicht leben und sowas. Das ist ja alles würdelos und Abhängigkeit. Sondern dann kann ich was verschenken. Dann kann ich ein Liebender sein. Und das ist eine andere Situation. Und da könnten wir vielleicht mal hinkommen, wenn wir das wollten. Und dazu können wir uns gegenseitig nur einladen. Kann keiner von dir verlangen, dass du das so machst. Aber wenn du willst, könntest du es versuchen. Liebende sein. Ilan, hast du da gerade noch was? Ansonsten gehe ich dann langsam in die Publikumsfragen, die bestimmt auch noch ganz spannend sind. Ich spüre die Krallen des Publikums bei den Fragen. Und ich habe tausend Dinge hier noch, aber die möchte ich gar nicht noch alle sagen. Ich möchte einen Punkt generell aufgreifen, weil der einfach in der Sprache sehr schnell auftaucht und ich ihn aber für wichtig halte oder für kraftvoll. Kein O-Ton, aber ungefähr so. Die Figur ist häufig in der Sprache, wir müssen spüren, dass wir sein dürfen, wie wir wirklich sind. Und das ist der Weg der Heilung. Du erlaubst mir, John, dass ich mich zeige, wie ich wirklich bin. Danke. Der Weg der Freiheit wäre, John ist dagegen, dass Ilan sich zeigt, wie sie wirklich ist. Und Ilan lernt von dem Gegenwind mehr als von dem Applaus. Mit anderen Worten, wir haben schon, ich bin in der riskanten Position in diesem Beispiel. Aber was ich sagen möchte ist, es schleicht sich sehr schnell wieder rein. Ja, ich muss irgendwie spüren, dass das sicher ist oder dass ich so sein darf, wie ich wirklich bin. Stell dir vor, der Tag, an dem du so sein darfst, wie du wirklich bist, der kommt nie. Bist du verzweifelt genug, um trotzdem zu sein, wie du wirklich bist? Bist du hungrig genug nach dir selber? Brennst du genug? Leidest du genug? Weißt du noch genug über deine Essenz? Das heißt, ich bin sehr begeistert von diesem Potenzial heutzutage, wo wir einfach merken, wir stehen global und individuell mit dem Rücken zur Wand. Können wir es uns leisten, auf die Erlaubnis der Außenwelt zu warten? Und das Absurde ist, wir schöpfen, wir gestalten, wir kreieren die Außenwelt, die uns erlaubt zu sein, wie wir sind, indem wir diesen Raum uns nehmen. Letzte Fußnote, ich schwöre, liebes Publikum, danach kommen wir im Highspeed zu den Fragen. Ich hatte das Gefühl, mehrere Dinge, die ich in meinem Buch beschreibe, sind unverzeihlich. So sehr das Gefühl, dass ich wusste, nachdem das Buch veröffentlicht wird, lieb und teuer, werde ich noch 2 Wochen leben und dann werde ich auf der Straße erschossen. Und ich hatte jetzt keine psychotischen Schübe und ich war trotzdem völlig überzeugt davon, das wird mir diese Kultur nicht durchgehen lassen, wie viele Tabus ich in diesem Buch breche. Und ich habe sie aus irgendwelchen Gründen halt trotzdem gebrochen und danach kam der Applaus. Ich habe aber nicht damit gerechnet. Und natürlich kam auch Kritik. Und bis heute würde ich sagen, und ich habe viele Kritikerinnen und Kritiker und viele Shitstorms und negative Kommentare, ich lerne so viel über Selbstliebe und ich lerne so viel darüber, dass mir andere nicht schulden, es mir zu erlauben. Sie schulden, wenn sie jemandem etwas schulden, maximal sich selber ein bisschen liebevoller mit sich selber zu sein. Und dafür kann sie niemand zur Rede stellen. Das heißt, das ist mir wichtig in diesem Aufbrechen. Nein, ich habe keine Partnerin und keinen Partner, die einfach nur begrüßen, wie ich wirklich bin. Bin ich hungrig genug? Bin ich sehnsüchtig genug? Bin ich kraftvoll und verzweifelt und gierig genug? Und bin ich genug verliebt in mich und in das Leben, um es trotzdem zu wagen? Und so sind wir die Gestalter nicht nur einer neuen Innenwelt und inneren Freiheit, sondern auch einer neuen Außenwelt. Denn allein sozusagen unsere Unterlassungssünde, nicht in diese innere Freiheit zu gehen, hat die Außenwelt, an der wir aktuell global und individuell leiden, kreiert. Das heißt, so oder so kreieren wir. Aber stolz darauf zu sein, ist wirklich dieser Weg über das, ich brauche hier nichts von dir. Und wenn, dann gibst du mir als Freund höchstens so viel wie als Feind, aber vielleicht als Feind mehr. Ich zumindest lerne mehr von Feinden. Also, starkes Wort. Aber meine Eindeutigkeit kommt von dem Kennen des Gegenwindes, nicht vom Applaus. Danke dir.
Danke, dass du mich noch gefragt hast. Springen wir in die Fragen. Ja, ich bitte alle mal kurz durchzuatmen. Und denn jetzt ist auch so ein klein bisschen Moduswechsel, denn da gibt es jetzt Fragen, die sind natürlich auch aus Dingen entsprungen, die ihr vor einer Dreiviertelstunde gesagt habt, vielleicht. Aber ich fand eine Frage ganz sehr, sehr interessant jetzt, auch weil du gerade gesagt hast, dass in dem Punkt, wo es gerade nicht so läuft, die Außenwelt, die wir gerade kreiert haben, ja, zum Teil, da passt die Frage ganz gut. Hajo fragt, hängen Waffen und Pornoindustrie im Kern zusammen? Gerald. Ja, also. Ja, das ist beides. Das ist, also die Pornoindustrie hat ja nichts mit dem zu tun, worüber wir hier reden. Sondern das ist ja die Vermarktung dessen, worüber wir hier reden. Es ist mir auch wichtig, nochmal zu sagen, dass auch die Bordellszene vermarktet wird und dass es da auch Frauen gibt, die da durchaus nicht solche Erfahrungen gemacht haben wie du und die da verschleppt werden und da wie Sklavinnen gehalten werden von Ja. irgendwelchen Leuten. Und da ist weder die Frau in der Lage, sich zu zeigen, und die Männer, die da hinkommen, haben dann auch keine Gelegenheit, diese Erfahrung zu Ja. machen, dass sie da gesehen werden. Ja. Das ist Geschäft. So, und da heißt es, die Antwort heißt, es gibt kein besseres Geschäft auf der Welt, als das mit solchen ungestillten Bedürfnissen. Das gilt aber nicht nur für den Sex, das gilt für alle blöden Bedürfnisse, also für alle Bedürfnisse, die dann in einer Ersatzbefriedigung für Geld gekauft werden können. Und es gibt nichts, wo man mehr Geld verdienen kann, als wenn man Menschen aufeinander hetzt, dass die sich dann gegenseitig umbringen und wenn man dafür das Material liefern kann. Es ist eigentlich menschenunwürdig, was wir da treiben. Aber was willst du verlangen in einer Welt, wo es eigentlich nur darum geht, wer den anderen am besten über den Tisch zieht, wo lauter Rollenspieler unterwegs sind, die noch nie solche Fragen, wie wir sie hier behandeln, in irgendeiner Art und Weise an sich rangelassen haben. Da habe ich immer die Hoffnung, und das ist ja dann auch so, es gibt ja eine Reihe von Studien, wo die Leute auf dem Sterbebett dann nochmal gefragt werden, die Reichen, die Erfolgreichen und die ganz Armen. Oder jedenfalls vor allen Dingen diejenigen, die ein Leben gelebt haben, was gar nicht ihrs war. Und dann antworten die. Und da kriegst du Tränen in die Augen. Ich hätte doch mich eigentlich ein bisschen besser um mich selber kümmern können. Ich hätte auch ein bisschen meine Familie, meine Frau, und dann habe ich die ganzen Kinder verloren. Ich habe überhaupt gar keine Zeit gehabt für die. Und jetzt ist das Leben vorbei und nicht mehr reparabel, vorbei. So, und das muss doch nicht auf dem Sterbebett passieren. Das kann man doch auch, ja, ein bisschen früher. Und wir könnten sogar unseren Kindern schon helfen, diese Fragen für sich zumindest zu bewegen und darüber nachzudenken und forschend, so wie wir jetzt daran zu gehen und sich zu fragen, warum gibt es das alles? Woher kommen diese ganzen Phänomene? Und will ich so einer sein, der das mitmacht? Der zuguckt, wie eine vorübergehend irregeleitete Spezies auf diesem Planeten die über Jahrmillionen gewachsene Vielfalt des Lebendigen ruiniert. Da muss man sich schämen für diese Leute. Und das ist menschenunwürdig. Und da ist jetzt ein bisschen was zu tun. Und finde ich toll, dass du das sagst. Das reicht nicht, dass wir uns sozusagen eine Welt schaffen, in der wir so tun können, als sei alles in Ordnung und wo wir so sein dürfen, wie wir sind. Sondern da muss man einfach sich auf seine Stärke besinnen und dann auch mal aufstehen, ne? Und sagen, okay, und wenn ihr alle hier nach rechts lauft, ich gehe da nicht mit. Ich lasse mich nicht uniformieren. Ich bin kein Spalierobst. So, und bitte, meine Kinder kommen auf die Wiese und nicht in diese Obstplantagen. Wir wissen so genau, wo links ist, wenn alle nach rechts laufen. Es ist eigentlich echt eine gute Vorlage. Wir müssen es 180 Grad anders machen, als wir es gelernt haben. Das ist eine so sichere Richtung für die Erweiterung dessen, was ich geglaubt habe, was real sein kann. Dieses Staunen, in das wir zurückfinden. Und ganz kurze Fußnote zu diesem Porno. Also speziell mit Pornografie beschäftige ich mich ja gerade sehr, weil ich glaube, dass ich
durch Prostitution endgültig mich verliebt habe in egal welches Schattenthema. Alle Schattenthemen haben dadurch viel Kraft und dadurch viel Potenzial, uns in Staunen und Staunen und Staunen zu versenken, dass sie eben so sehr in den Schatten gedrängt wurden. Und das ist ja bei Pornografie genauso. Was für ein Massenphänomen. Wie viel Leid, wie viel Scham, wie viel Schweigen, wie viel Erschöpfung da drin steckt. Und dann natürlich Waffenindustrie. Wir wissen nicht, wer was schiebt. Wir wissen nur, die Umsätze sind so, dass sie der Pornoindustrie Konkurrenz machen. Ich glaube, im Kern hängen Waffen und Pornos zusammen an der Stelle, an der wir unter aller Sprache, unter allem Bewusstsein wissen, wir sind gedacht als expandierende, ausströmende, intensive Wesen. Ich könnte sagen, wir sind Starkstromnervensysteme und wir werden runtergedimmte Kopien. Wir kommen aber als Starkstrom-Original auf die Welt. Und dann gibt es, weil wir können nicht unsere Essenz töten. Das hieße, dass wir tot umfallen. Das heißt, wir leben mit diesem ständigen Clash zwischen der Essenz, die Starkstrom-Original sein möchte und Ausdruck ohne Hindernis, und diesem gedimmten Kopiertsein. Und dann gibt es diese unglücklichen, unbewussten Ausdrücke, wie zum Beispiel in extremen Pornopraktiken, bei denen wir alle wissen, erstens, das kann nicht gesund sein, zweitens, das ist, glaube ich, nicht realistisch und drittens, so gut bin ich aber nicht, und eben noch viel tödlicher, viel schneller tödlich in der gesamten Kriegsindustrie. Ich glaube, wenn wir unsere innere Starkstrom-Essenz erleben würden als etwas, was mit Starkstrom schenkt, statt mit Starkstrom zu vergewaltigen, dann würden wir all diese Elendsbereiche wie Waffenindustrie, Pornografie, sexuelle Traumatisierung von Geschlechtern gegeneinander mit sich selber und so weiter. Wir würden das über Nacht einfach loslassen, denn wir hätten das gefunden, worauf uns diese Suchtindustrien hingewiesen haben, aber niemals hätten hinführen können. Wir haben den Vibe der Droge nach oben überholt, statt uns nach unten davon wegzuziehen. Und Pornos und Waffen überholen zu wollen im Vibe der Energie ist eine Vorlage. Aber wer sind wir, das nicht zu schaffen? Wir sind Starkstromwesen. Starkstromwesen. Ich glaube, da hat der Slobodan hat da eine ganz gute Anschlussfrage für dich, liebe Ilan. Ich glaube, die ist für dich die Frage. Er fragt, wieso ist es in Deutschland so heftig, dass sehr viele Männer so weich sind? Ich höre das immer wieder von Frauen. Was sagst du als Frau dazu? Ich kann nicht mit vielen Männern außerhalb von Deutschland vergleichen und bin mir jetzt auch nicht sicher, wie sehr ich so vergleichen kann, sozusagen international, kulturell. Ich würde deutsche Männer nicht als besonders weich bezeichnen. Also sozusagen erstmal, ich höre es jetzt zum ersten Mal. Mein erster Impuls von Neugierde ist, warum fragst du das? Weil du in den Augen der Frauen richtiger sein möchtest? Weil du nicht weich sein möchtest? Weil du sehr, sehr viel Wert auf ihr Urteil über dich zu legen bereit bist? Wie bist du denn für dich? Ich habe den Namen vergessen. Wie hieß der Mann? Slobodan. Slobodan. Wie bist du denn für dich, Slobodan? Bist du für dich richtig? Liebst du dich? Bist du ein guter Liebhaber für dich selber? Und von dort aus würde die Frau vielleicht sagen, Männer in Deutschland sind so weich, und würdest du was hören wie, gestern hat es geregnet. Und vielleicht würdest du sagen, ah, wow, interessant, erzähl mir mehr. Das heißt, mich interessiert weniger eine wahre Antwort auf eine wahre Beobachtung oder das Herausfinden dessen, dass die Beobachtung doch nicht wahr ist. Mich interessiert auch wenig eigentlich neue Kopievorlagen, wie zum Beispiel Männer in Deutschland, weil, naja, 40 Millionen Männer in Deutschland sind 40 Millionen Starkstromindividuen. Weiß ich nicht, wie die sind. Ich möchte den Einfluss der Kultur auf die Essenz nicht füttern, indem ich das Konzept so ernst nehme. Und mich interessiert, warum interessiert es Männer so sehr, was wir Frauen von ihnen halten? Ganz ehrlich, liebe Männer, ihr wollt in unseren Augen gut dastehen, solange ihr in euren Augen beschissen dasteht. Und das ist Reparatur der Selbstliebe, und das müsst ihr schon selber machen. Und es ist verdammt schwer, als Mann im Patriarchat sich lieben zu lernen. Aber ihr wollt auch nicht unterfordert sein. Ihr wollt ein Leben, was euch packt. Ihr wollt ein Leben, was euch vor eine Aufgabe stellt, bei der es sich wirklich mal lohnt, auf die Piste zu gehen. Geht auf die Piste. Liebt euch selber.
Und natürlich, oh, entschuldige bitte, dieser Name, das ist mir jetzt unangenehm, der Name ist mir nochmal entfallen, bitte sag ihn nochmal, ich möchte nicht. Slobodan. Slobodan, natürlich Slobodan, danke für deine Frage und natürlich ist das jetzt an deinem Beispiel hier in den Raum gesprungen und hat nichts damit zu tun, ich kenne dich nicht und an irgendwelchen Stellen, an denen ich dich jetzt als Paradebeispiel genommen habe, ich kenne dich nicht, es war wirklich tatsächlich einfach als Vorgang für etwas, was mich interessiert, also sozusagen deine Frage und dann die Antwortebene, die ich interessant finde dazu. Vielen, vielen Dank. Eine Frage an Gerald. Wir springen ein klein bisschen, aber wir haben über Frauen, wir haben über Männer gesprochen. Und Claudia interessiert die Frage, welche Aufgabe hat die Evolution diversen Menschen zugesprochen? Gerald. Das ist so schön. Das ist meine Lieblingsfrage. Weil ich bin eigentlich unglaublich glücklich, dass ich Biologe bin. Das interessiert jetzt überhaupt niemanden. Ich muss es nur mal sagen. Ich bin Mich interessiert das, Gerald. Wir sind da. Biologe geworden, weil ich das Leben schützen wollte und verstehen wollte, wie es ist. Und ich habe mich in diese Vielfalt des Lebendigen schon als kleiner Junge verliebt. Das war meine Intention, mit der ich losgegangen bin. Und am Ende bin ich Hirnforscher gewesen. Na gut, aber das ist mir bis heute immer noch wichtig. Und ich weiß, dass dieses ganze Leben auf diesem Planeten ein Wahnsinnsding hervorgebracht hat, nämlich ein Lebewesen, was in der Lage ist, Bewusstsein herauszubilden. Das muss man sich mal überlegen, in so einer kurzen Zeit. Ne? Also von diesen Viren und ganz einfachen Lebewesen, Einzellern, dann die Vielzeller, dann mit dem Gehirn und dann auf einmal ein Gehirn, mit dem man über sich selbst nachdenken kann und in dem man seiner selbst bewusst werden kann und in dem wir als Menschen uns auch unserer Bedeutung und unserer Aufgabe in diesem ganzen Lebensprozess bewusst werden können. Das heißt, das Leben bringt eine bewusstseinsfähige Form hervor, die natürlich keine andere Aufgabe haben kann, als das Leben zu schützen und es in seiner Vielfalt zu bewahren. Sonst wäre das doch alles sinnlos. So, und wir bringen es fertig, dieses Leben zu benutzen, es auszuschlachten, es kaputt zu machen. Und dann schäme ich mich so bitter für meine Biologenmannschaft, die es tut mir leid, das sagen zu müssen, die im vergangenen Jahrhundert und bis heute dabei ist, das Leben in seine Einzelteile zu zerlegen, aber nicht um die Vielfalt des Lebendigen auf diesem Planeten zu bewahren, sondern um das Leben in all seinen unterschiedlichen Facetten und Einzelheiten für sich selbst auszunutzen. Jetzt gehen wir schon ins Genom und basteln da drin rum und setzen da irgendwelche Sequenzen ein, weil wir denken, wir könnten das Leben noch weiter verbessern. Was sind wir denn für Menschen geworden? Wir haben uns ja völlig vom Lebendigen entfernt und wir werden auf diesem Planeten, ja, die Macht dazu haben wir können diesen Planeten ruinieren. Und dann kommt meine große Hoffnung als Biologe. Ich habe auch mal ausgerechnet, es könnte sein, dass wir alles kaputt machen. Aber ein paar Würmer im Meer, die werden wohl noch übrig bleiben. Und dann kann man gucken, wie lange das von den Würmern gedauert hat, bis so eine bewusstseinsfähige Form wie wir entstanden ist. Und dann kann man gucken, wie oft das noch passieren kann, bis die Sonne verglüht. Und dann habe ich gerechnet, 20 Mal ungefähr. Oh, wie Wir schön. müssen jetzt nicht das hinkriegen. Wir können uns auch als zu doof erweisen, dann war das eben ein Fehlversuch, dann macht dieses Leben einen neuen Versuch und dann kommt wieder eine bewusstseinsfähige Spezies raus und irgendeine wird ja dann mal wohl in der Lage sein zu begreifen, dass sie sich nicht den Ast absägen muss, auf dem sie sitzt. Da passt die Frage von Christopher sehr gut, sagt zumindest ich. Und zwar, die geht, glaube ich, an euch beide, und die passt sehr, sehr gut zu Spezies, die sich weiterentwickelt und sich auch wieder neu entwickeln muss und, glaube ich, auch zu dem Starkstromwesen, das wir sind. Wie sieht eine Gesellschaft aus und wie kommen wir dahin, in der Sexualität kein Tabu mehr ist? Denn wahrscheinlich kommen wir nur so wieder ganz in unsere Kraft, sagt und fragt Christopher. So interessant, Christopher, weil
Meine Beschäftigung mit sozusagen bewusster Sexualität oder Sexualität zu verlernen als etwas, das von Kultur bestimmt ist und als etwas wiederzufinden, was meiner Essenz entspricht, das fing sehr an damit, oh, wir dürfen ja alle über Sex nicht reden und Sexualität ist ja ein Tabuthema. Und das ganze Ding ist ein bisschen doppelbödiger eingefädelt, denn es gibt auch ein Tabu, sich nicht für Sex zu interessieren. Es gibt auch ein Tabu, mal nicht irgendwie mit Sex zu tun zu haben, speziell für Männer. Ich glaube, Männern würde der Deckel wegfliegen vor Staunen, wie viele individuelle sinnliche und körperliche Bedürfnisse sie hätten, wenn sie nicht mehr unter dieser Kulturglocke von alles, was mit Nähe zu tun hat, darf ich nur dürfen, und ich richte mich ja nach dem, was ich darf, wenn es sexuell ist. Was da für eine Vielfalt an Nähebedürfnissen, an Distanzbedürfnissen, an Kommunikationsbedürfnissen in einem männlichen Starkstromwesen sozusagen hervorbricht, wenn wir nicht alles in diese Schneise von Kultursex reinzwängen. Das, glaube ich, ist so ein, das ist ein nicht entdeckter neuer Kontinent an Individualität, an Überraschung. Das heißt, eine Kultur, die sich frei in Bezug auf Sexualität bewegt, kennt andere Wege in die eigene Kraft als ihren Sex. Sie kennt andere Wege in orgasmische und ekstatische Zustände als Sex zu haben. Und sie braucht doch auf einer Ebene nicht ständig Worte für Sex. Sexualität ist ein extrem junges Wort. Übrigens kommt es aus der Biologie. Sexualität ist ein extrem junges Wort und es kommt uns gleichzeitig so unglaublich tief biologisch vor. Eine Kultur, die sexuell frei ist, hat diese harten Wände, das ist Sex, das ist nicht Sex, weggenommen. Die lebt, die atmet, mal mit den Körpern ineinander, mal ganz weit weg, mal ganz verschlungen, mal ganz ekstatisch, mal zutiefst im Schmerz, mal im Gebären und mal im Sterben, mal in der Erschöpfung, mal im Trauma und mal in der Heilung. Aber die Zustände von verwobener Lebendigkeit zwischen innen und außen und eine tragende Ruhe und ein tragender Frieden mit sich selber, das sind die Dinge, die durch die Ebenen hindurchtragen, auf die wir von außen drauf gucken könnten und sagen könnten, jetzt hat Person X Sex, jetzt ist sie und jetzt redet sie mit ihren Kindern. Aber ich kann, wir brauchen das Auflösen der geronnenen Käfigstäbe, der Unfreiheit, nicht das Befreien einzelner Lebenskonzepte oder Lebensbereiche wie Sexualität, um als Gesellschaft zu heilen. Wir brauchen nicht, dass sich der Sex erholt. Wir brauchen dieses Wiederentfachen von unserem Wissen, dass wir wissen, wie sich Freiheit anfühlt. Wir wissen das. Wir wissen auch, wie sich Würde anfühlt. Wir können das immer noch erkennen. Wir erkennen den Fake und wir erkennen die Essenz. Ja, da bin ich gerade bei diesem letzten Satz, bin ich gerade sehr neugierig. Was würde ich sagen, Gerald? Was sind deine Gedanken dazu? Nein, ich muss das ehrlich gestehen, ich bin so tief beeindruckt, wie Ilan das so in Worte packt. Dass ich hätte schon überlegt, wie ich sagen will, das besser geht's nicht. Also Wahnsinn. Mhm. Ja, klar, freie Menschen machen aus der Sexualität kein Zirkuspferd. Das gehört dazu. Und da braucht man nicht das so hochzuspielen. Diese ganze Bedeutung, die die Sexualität gewinnt in dieser Gesellschaft, kann sie nur deshalb gewinnen, weil das, was uns wirklich bedeutsam ist, nicht gelebt werden kann. Und wenn wir endlich das leben könnten, was für uns wichtig ist, dann wäre die Sexualität das Normalste dieser Welt. Eine interessante Frage von Milena, die da gut mit reinpasst. Ist vor dem Hintergrund nicht auch sehr interessant, das seit Jahrzehnten von uns gelebte Konstrukt der Monogamie als einzig wahre Form zu hinterfragen? Was das Konzept von Monogamie oder das vorherrschende Konzept, welche Rolle spielt es darin? Ilan, ich fange mal an. Du überlegst dir in der Zwischenzeit, was du. Ich nehme Anlauf und du, danke dir. Ich mache einfach wieder als Biologe und sage, wir sind eine Spezies, die ein unglaublich lernfähiges Hirn besitzt. Das ist unglaublich plastisch. Und wir brauchen also Rahmenbedingungen während dieser frühen Entwicklungsphasen, die es einem Kind ermöglichen, die in ihm angelegten Talente und Begabungen zu entfalten. Und das muss ein irgendwie sicherer und
vertrauensvoller Rahmen sein. Und solange wir noch keinen anderen Rahmen gefunden haben, in dem das geschieht, und ich sage jetzt mal in aller Würdigung der Bemühungen von Pädagogen und Erzieherinnen, eine Kinderkrippe ist nicht der Rahmen, den ein Kind braucht, damit es seine eigene Individualität erlebt und seine Freiheit und seine Hochspannung. Ja, sondern das ist ein Raum, wo das Kind lernt, wie es mit anderen umgehen muss, damit es keinen Ärger gibt. Und so geht es im Kindergarten weiter, so geht es in der Schule weiter. Und deshalb können wir diese... Aber es gibt manchmal Eltern, die das Kind so begleiten, dass es in die Freiheit findet. Selten, aber manche schaffen das. Und solange wir für diese Eltern noch keinen Ersatz gefunden haben, dass wir das für alle in einer Weise machen, wie das für alle zugänglich wird, nützen uns auch Nachdenken über das Auflösen dieser Zweierbeziehungen nicht. Nichts, die dann ja immer noch in einigen Fällen dafür sorgt, dass Kinder mit einem gewissen Eigensinn in die Welt hineinwachsen. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber es heißt ja nur, wir haben bisher noch keinen Weg gefunden, wie wir das verwirklichen, was die Afrikaner so schön nennen, um Kinder gut groß zu ziehen, braucht es nicht eine Familie, sondern ein ganzes Dorf. Und es ist natürlich klar, dass sehr viele Kinder auf Gedeih und Verderb den Schrullen und Macken ihres Elternpaares oder ihrer alleinerziehenden Mutter oder ihres alleinerziehenden Vaters ausgesetzt sind. Und da ist es gut, wenn sich das verdünnt, ja, in einer größeren Gemeinschaft. Aber die größere Gemeinschaft kann nicht eine staatlich organisierte Institution sein. Da findet ja das Leben nicht statt. Das Leben kann nur dort gelernt werden, wo es auch stattfindet. Und da wir im Augenblick ja Städte haben und auch Lebensorte haben, wo eigentlich, wie wir die ganze Zeit gesagt haben, keine Starkstromleute mehr unterwegs sind, sondern angepasste Rollenspieler, weiß ich auch nicht, wie man die Kinder in diese Welt entlassen soll, ohne dass sie genau solche Rollenspieler werden. Ja, und ganz abgesehen davon, dass da noch welche warten im Internet, in diesen ganzen Chatrooms und wo die alle unterwegs sind, die das letzte bisschen von eigenen Lebenserfahrungen und der Bildung für ein gelingendes Leben verhindern. Also Schule nimmt den ganzen Raum ein für was anderes, wo man noch was lernen könnte, ist kaum noch Zeit, weil die ganze Zeit Hausaufgaben machen müssen. Und das bisschen Freizeit, was sie haben, das verbringen sie in irgendeiner virtuellen Welt, wo sie sich die Illusion verschaffen, dass irgendwas ginge, was in der Realität dann natürlich alles nicht funktioniert. Und ich habe richtige Angst davor, dass da eine Generation von Kindern groß wird, die einfach nicht mehr gelernt haben, wie das Leben geht. Zu weit entfremdet. Bei Erwachsenen, die auch schon zu weit entfremdet gewesen sind. Da hast du wieder die Biologie und die Kultur. So, jetzt hast du lange genug nachdenken dürfen. Ich bin durch. Ja, ist interessant, weil ich wieder ein bisschen wie abrutsche an diesem Wort Monogamie. Also ich finde es gar nicht interessant, jetzt Monogamie als Konzept zu durchschauen. Und tatsächlich aber ist das so, also in meiner Rolle als Ex-Prostituierte, also werde ich ganz häufig so angesprochen mit diesem und das mit der Monogamie, so ein bisschen so, als sei ich für den sinkenden Prozentsatz der Monogamie in dieser Kultur irgendwie mitverantwortlich. Und deshalb müsste ich mich doch jetzt auf die Seite der hemmungslosen Polygamie schlagen. Und die einzige Seite, auf die ich mich zu schlagen wage, ist die der hemmungslosen Freiheit beziehungsweise hemmungslose Freiheitssuche. Denn es ist natürlich ein Schicht-um-Schicht-Prozess. Das heißt, ich glaube, die Alternative zu Monogamie ist halt nicht, wir sind jetzt alle polyamor, sondern Leben, genauso wie Liebe, genauso wie individuelle Gestalten, sind unglaublich divers. Es gibt so viele Sexualitäten, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Es gibt so viele Beziehungsformen und so viele Beziehungen, wie es menschliche Beziehungen auf diesem Planeten gibt. In dem Sinne sind wir alle in multiplen Beziehungen. In dem Sinne lieben wir alle in unglaublich einzigartiger Weise. Und ich habe den Eindruck in der Frage, naja, also was jetzt? Polygamie, Monogamie. Was ist jetzt gut? Was ist jetzt schlecht? Wenden wir das problematische Momentum von Monogamie
auf den Versuch der Lösung für Monogamie an. Nämlich, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht? Und das ist ein sehr einfaches, billiges Orientierungskonzept, zwei Seiten. Aber wenn ich etwas reinwerfen möchte in die Diskussion um Monogamie ist, wo bist du, an welcher Stelle, mit deinen Beziehungsformen und warum? Vor welcher Seite fürchtest du dich? Fürchtest du dich vor Monogamie, weil du dich vor Tiefe und Vertrauen fürchtest? Fürchtest du dich vor Polyamorie? Fürchtest du dich vor gar keinen Sex, gar keine Beziehung, weil du Angst hast vor diesem oder jenem? Schau dir diesen Angstaspekt an, diesen Schattenaspekt. Und dann in der Diskussion um das Ding Monogamie ist, glaube ich, eine heilere Matrix als die, die wir zurzeit haben, zu sagen, wir verlieren die Orientierung oder den Überblick, aber auch den Wunsch, bewerten zu wollen, wie sich Menschen aufeinander beziehen und wie Menschen lieben. Wir lassen das frei sozusagen. Wir sind total im Chaos dessen, wie Liebe nun mal liebt, aber wir geraten dadurch nicht in Panik und dadurch nicht in die nächste Moralschiene, sondern wir geraten dadurch in die Ekstase, in die Begeisterung. Das halte ich für eine Matrix, in der von mir aus 100% aller Menschen total monogam sein können. Oder von mir aus haben 100% aller Menschen nur noch grundsätzlich Beziehungen mit 5 anderen gleichzeitig. Von mir aus. Ich habe keine Ahnung, was gut ist. Aber ich weiß, dass Menschen in Freiheit diesen Instinkt in sich sie leiten lassen in das, was die Win-Win-Situation Innenwelt-Außenwelt ist. Und wenn wir die nächste Generation hinzunehmen, ich finde es so schön, Gerard, wie viel du über Kinder redest, über diese Kinder, die wir hervorbringen. Und das tun wir mit einem Gewicht auf unseren Schultern und aber auch mit der Kraft in unseren Schultern. Dann ist das meine Freiheit, führt meine Instinkte. Und das ist eine Win-Win-Win-Situation. Innenwelt, Außenwelt, Zukunftswelt. Und wir werden die drei eigentlich nicht trennen können. Dank dir. Die vorletzte Frage. Und bevor ich dahin gehe, wo du, glaube ich, gerade aufgehört hast mit deiner Antwort zum Abschluss, möchte ich noch mal eine Frage stellen, die hier gerade gestellt wurde und die ich öfter höre. Und das ist auch dem geschuldet, dass wir hier bei der Mevolution gibt's auch hin und wieder Räume, wo nur Männer unter Männern sind, um diesen Sozialabgleich zu ermöglichen, der in nicht konkurrenzartiger Art und Weise selten stattfindet. Aber heute haben wir das Fest, Frauen und Männer und auch diverse Menschen hier zu haben. Und deshalb passt diese Frage auch sehr, sehr gut. Und ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören, was ihr dazu sagt oder vielleicht sogar auch eine Antwort habt. Ich fange einfach mal mit Gerald an, weil du der Mann bist. Und die Frage ist von Claudia und lautet, können wir Frauen euch Männer bei der Menschwerdung unterstützen? Und wenn ja, wie? Wunderbar. Also der Satz stammt eigentlich von Konrad Lorenz und der hat gesagt, der Übergang vom Affen zum Menschen, das sind wir. Und da hat er was Hübsches auf den Punkt gebracht. Wir sind in einem Prozess. Das ist nicht fertig. Wir sind Suchende und wir müssen gucken, wo es lang geht, müssen es ausprobieren. Wir können uns verirren. Ist dann gut, wenn man rechtzeitig merkt, dass man sich verlaufen hat. Man kann sich als Einzelner verirren, man kann sich auch als ganze Gemeinschaft verirren. Und dann muss man wieder zurück. Und da es so schön ist, dass es Menschen gibt, die unterschiedlich sind, ist die Chance so groß, dass wir uns gegenseitig bei dieser Suche helfen. Ja, wenn alle gleichartig wären, nur Männer oder nur Frauen, dann ist das eine furchtbar langweilige Welt, weil dann kann man nichts voneinander lernen, da gibt es keine Stromschläge, da gibt es keine Spannung, da gibt es keine Begeisterung, da landet man in so einem Einheitsbrei von lauter Gleichgesinnten. Und deshalb ist das, was mein Ideal ist, das heißt Erhaltung und Aufrechterhaltung und Förderung von Vielfalt, so bunt wie möglich. Und das geht nur, indem, wenn es jetzt schon so heißen mag, können wir Frauen etwas für die Männer tun? Ja, helft oder bietet oder sagt den Männern, dass ihr es toll findet, wenn sie sich in ihrer ganzen Einzigartigkeit entfalten. Und macht das vor allen Dingen mit den Jungs, damit gar nicht erst welche rauskommen, die sich anpassen müssen, damit sie von euch endlich gemocht werden. Sagt ihnen, alles okay, so wie du bist, ist okay.
stehe zu dir und ich weiß, dass du deinen Weg machst und ich weiß, dass ich dich vor all diesen Dingen auch beschützen werde, vor all diesen Rattenfängern, die vor der Tür stehen und nur darauf warten, dich abzuholen. Und deshalb versuche ich dir zu helfen, dass du so stark wirst, wie das nur irgendwie geht, damit du nicht verführbar wirst. Damit meine ich nicht die Verführbarkeit durch Frauen, sondern die Verführbarkeit durch all die vielen Leute, die es in dieser Gesellschaft gibt, die ihre Macht darauf bauen, dass sie andere verführen. War ja, früher war das mal Unterdrückung. Da hat sich auch was geändert. Da müssen wir auch nochmal nachdenken, wie sich da die Rolle von Patriarchat und Matriarchat oder was auch immer geändert hat. In allen früheren Herrschaftsstrukturen wurde Herrschaft gesichert durch Unterdrückung. Wir sind jetzt in einer Gesellschaft angekommen, wo diejenigen, die wirklich kluge Herrscher sind, die unterdrücken nicht mehr. Die verführen die Leute mit ihren Werbeangeboten, mit ihren Medienprodukten, mit ihren Versprechungen. Und die Menschen rennen massenhaft hinterher. Und wenn man unterdrückter ist, hat man noch eine Chance, sich als Subjekt zu erleben und sich zu wehren. Wenn mein Vater mich damals dauernd noch, das gab ja solche Zeiten, da wurde man noch verprügelt, dann habe ich mir innerlich versprochen, wenn ich 18 bin, dann haue ich ihm auch einen auf die Mütze. Gegen Unterdrückung kann man sich wehren, da kann man sich sogar zusammenschließen. Aber gegen Verführung kann man sich nicht wehren. Also der Verführte ist ja noch nicht, der merkt ja noch nicht mal, dass er dahinter irgendwas herrast. Und das wäre vielleicht das Schönste, wenn wir uns gegenseitig so stärken könnten, dass wir, und Männer die Frauen und die Frauen die Männer und jeder Einzelne jeden anderen, so stärken, dass sie nicht mehr verführbar sind, weil sie endlich in sich angekommen sind und mit sich selbst verbunden sind und es nicht mehr nötig haben, die kleinen Obstbäumchen zu machen und zu bleiben, zu denen sie ursprünglich mal durch Erziehungsmaßnahmen gemacht worden sind. Okay? Ja, es ist, ich finde, dass wir hier ziemlich harte Sachen auch erzählen. Also, ja. Aber vielleicht ist das nötig, vielleicht ist das auch eine Zeit, die es notwendig macht, dass man die Dinge nicht mehr so verschleiert, sondern dass man einfach mal offen sagt, was los ist. Ohne das aggressiv zu machen, sondern liebevoll. Liebevoll sich gegenseitig zu helfen, dass man etwas erkennt, was man bisher noch nicht so sehen konnte. Weil man ist ja immer Teil des Systems. Also wenn ich Teil des Systems bin, ist das affenartig schwer zu erkennen, was da läuft. Einer, der da draußen steht und zuguckt, was das für eine blöde Familie ist, die da neben ihm wohnt, wie die sich ständig streiten und was die da für ein Theater haben, der kann das gut sehen. Aber fragen Sie mal einen aus der Familie, der weiß das nicht. Der denkt, die sind eine tolle, harmonische Familie, haben Auto, Kinder, Haus und fahren jedes Jahr in Urlaub. So, das heißt, es wäre schon toll, wenn wir uns gegenseitig helfen würden, es zu verstehen, es zu erkennen und uns gegenseitig einladen, dann vielleicht es auf eine andere Weise zu versuchen als bisher. Ohne richtig und falsch, ne? Aber wenigstens wieder das Kriterium, wo ich schon, Ilan, sicher bin, dass es was Richtiges gibt. Und das ist, wenn es aus der Funktionalität wieder in die Lebendigkeit zurückkommt. Mhm. Da würde ich jetzt sagen, das hätte ich schon gerne. Mhm. Ja, High Five, definitiv. High Five. Global High Five. Woohoo. No more functioning. Ja. Ich finde die Frage unglaublich schön. Und interessant und auf vielen Ebenen. Mag jetzt auch gar nicht viel hinzufügen. Finde es sehr stark, was du geteilt hast, Gerald. Wahnsinn. Sehr, sehr stark. Ich glaube, was Frauen und Männer, beispielsweise in dieser Patriarchatswunde, Männer sind gefährlich und zu viel, Frauen sind gefährdet und zu wenig. So wie ich als Frau meinen Teil der Ladung aus diesem Drama ziehen kann, ist, ich verliere diesen falschen, gute Mädchenrespekt vor der Außenwelt. Ich höre auf zu kuschen. Ich höre auf, für mein Lächeln die Anerkennung zu wollen. Das kann ich machen. Denn wenn ich mehr in meiner Kraft bin, merke, manchmal wirst du mich lieben und manchmal wirst du mich töten wollen. Und in beiden Fällen bin ich einfach ich und ich verstehe, ich bin echt anstrengend und ich bin echt toll. Wenn das unanfechtbar wieder klar ist, dann
beginnen Frauen mehr das zu füllen, wie sie, glaube ich, von Männern sowieso erlebt werden. Nämlich, die kommen in den Raum rein und übernehmen erstmal mit dem, dass sie da sind. Also Männer erleben nicht, dass Frauen unsichtbar sind. Frauen erleben, dass Frauen unsichtbar sein oder dass sie selber unsichtbar sein. Und wenn sie da rausgehen in dieses natürlich sehr verkörpert, sehr präsent, sehr machtvoll in der Männerwelt aufzutauchen und davor keine Angst haben, dann können Männer leichter in ihrem Nervensystem abbauen, ich bin sofort zu viel. Oder ist eine Frau, ganz vorsichtiger Händedruck, Entschuldigung, Entschuldigung, bloß nicht angucken und schon gar nicht sexuell begehren. Das würde Männern es sehr viel leichter machen, zu sagen, boah, klar, ich bin total viel. Ich habe Lust auf so viele Frauen, ich habe Lust auf so viel Sex und all das füllt mich mit Kraft statt mit, ich bin eine tickende Zeitbombe. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und ich glaube, das können Frauen machen. Und eine andere Sache, die Frauen machen können, ist in Bezug auf, wie ist wahre Weiblichkeit, den Stress rausnehmen. Den Stress rausnehmen. Es gibt so viele Weiblichkeiten, wie es Frauen gibt. Und dann nämlich können Männer aufhören in diesem, oh, wir Männer sind in unserer Rolle ja so verunsichert, auch sozusagen alle in diesem Kopie-Ding die Lösung suchen zu wollen. Es ist wie, solange wir Frauen Weiblichkeit statuieren, ist es für Männer eine solche unterbewusste, aber starke Verführung zu sagen, und wie ist die Männlichkeit? Die haben wir nicht, wir haben sie nicht. Und wenn Frauen sagen, meine Weiblichkeit habe ich heute Morgen schlecht ausgeschlafen, neu erfunden. Und heute, glaube ich, ist sie ein bisschen schräg, das gebe ich zu. Morgen ist sie wieder anders. Dann haben Männer dieses, ah, ich bin ein Mann. Ah, cool, okay. Und die Definition ist so frei. Die Definition öffnet dem Individuum den jeweiligen Moment und den jeweiligen Raum, statt dass das Individuum sich einen neuen Käfig bastelt, entlang dessen, was es glaubt, sein zu müssen, nämlich ein echter Kerl. Das, glaube ich, sind zwei Dinge, die Frauen tun können, die sehr, sehr stark rüberschwappen. Stark, ja, von euch beiden. Danke, danke. Wir kommen langsam zum Ende, ihr Lieben. Zum Abschluss eine Frage, die es ein bisschen zu euch zurückbringt, zu euch ganz persönlich. Wir haben über Funktionalität und versus Lebendigkeit, wir haben unterdrückte Starkstromaggregate, die nicht in ihrem ganzen Strom sein können. Wir haben sehr viel von Lebendigkeit gesprochen und den Weg dorthin. Und ich danke euch sehr für die Sachen, die ihr mit uns geteilt habt. Die Frage von Frank passt da sehr gut. Wie schafft ihr es im Alltag, diese Lebendigkeit zu leben? Wie macht ihr das? Und ich unterstelle, dass ihr sowas seid wie Menschen, denen man zuhören sollte und auch ja, das, was ich vorhin angesprochen habe, Mentoren sind oder Menschen, die ihre Geschichte erzählen und ein Beispiel geben können. Ja? Mit allen Fragezeichen, die vielleicht dazugehören können. Aber wie macht ihr das sozusagen ganz privat, so sehr ihr das teilen wollt? Wie lebt ihr diese Lebendigkeit im Alltag, ihr beide? Ilan, fang du an. Ja, sehr gerne. Danke für die Frage. Ich glaube, es ist so ein Abenteuer, was durch alle Ebenen von Alltag geht, aber mir fallen sofort bei der Frage zwei Dinge ein. Das eine geht nochmal zurück auf diese Geschichte mit dem Buch. Ein Teil meiner Passion, ein Teil von meinem Reden wollen, ein Teil von meinem Teilen wollen, kommt nicht aus dem Mitteilungsbedürfnis, höre dir meine Geschichte an, sondern aus dem, wie viele Menschen und insbesondere Männer mir als Resonanz auf das Buch geschrieben haben, wow, der Mann, ich als Freier, komme in dem Buch gut weg. Das ist mind-blowing. Danke, danke, danke. Und dass dieses, mir ist aus Versehen so viel mehr mit diesem Buch gelungen, als nur, dass ich meine Geschichte besser verdaut habe. Nämlich, ich durfte etwas schenken. Das heißt, ich wurde als gutes Wesen zurückresoniert von der Außenwelt. In einer Zeit, in der ich nicht wusste, wie kommt das Buch an und was soll das alles und so weiter. Und das hat in mir immer mehr... Es ist wie, ich habe vorhin dieses gefährliche Wort Unterlassungssünde verwendet, aber in Bezug auf mich würde ich es anwenden. Würde ich nicht heute alles gegeben haben für mehr Lebendigkeit, ich hätte eine Unterlassungssünde nach dem anderen begangen. In Bezug auf mich wage ich es, dieses Wort anzuwenden, obwohl ich es wirklich ansonsten nicht tue. Es gibt
Es gibt keinen Grund, wenn wir Lebendigkeit geschmeckt haben und geschmeckt haben, wie sehr es ein Flächenbrand ist. Und ich kriege es ja auch mit. Ich lebe so viel leichter, ich heile so viel mehr durch Menschen um mich herum, die einen Weg vor mir resonieren, sodass ich sehen kann, ich kann die Witterung leichter aufnehmen, weil vor mir schon die Fährte ist von dem Nervensystem, was hier an den Klippen schon war. Das ist das eine. Es ist dieses für das an etwas dranbleiben, was so viel anders und mehr ist als ich, was aber mich so viel mehr in meine Kraft bringt, in meine Ich-Kraft bringt, als wenn Ilan ständig um ihre eigene Nase kreisen würde. Und das andere, wie ich es in meinem Alltag mache, ist, ich habe das Gefühl, man reicht der Lebendigkeit den kleinen Finger. Und die Lebendigkeit füttert mit Belohnung und mit Durchbrüchen, bis sie deine ganze Hand hat. Und dann schleift sie dich durch die Krisen und sagt, ich weiß doch genau, du willst mich haben. Ich kann doch alles mit dir machen. Und du verfluchst das Leben jeden Tag. Das heißt mit anderen Worten, ich bin, glaube ich, wirklich, wirklich Expertin dafür, an den eigenen Krisen und Bauchlandungen entlang zu lernen. Ich bin wirklich Expertin dafür, wie eine Besessene dran zu bleiben. Ich lerne so viel mehr von dem, wie den ganzen Tag vom Leben den Plan durchkreuzen zu lassen. Und das studiere ich mit 24 Stunden 7 Besessenheit. Ich studiere, wie bleibe ich im Rennen, auch wenn dieser Tag schon wieder anderes Wetter hat, anders weitergeht und andere Pflichten hat, als die, die ich gerne gehabt hätte. Und es öffnet eine so besinnungslose Nähe zum Leben, weil es ist wie, wenn ich diejenige bin, die am Ende des Tages entscheidet, wie lebendig oder unlebendig der Tag war, dann kann mir nichts mehr passieren. Dann muss ich es nur noch wollen. Und das studiere ich. Ich studiere es ganz viel über den Körper, aber das würde jetzt irgendwie hier zu weit gehen, über das Nervensystem. Das studiere ich. Ich studiere, den Plan durchkreuzen zu lassen und ihn dadurch besser zu machen, als er am Anfang war. Und irgendwie funktioniert es. Bauchlandung für Bauchlandung. Danke. Schön, ne? Das hört sich gut an. Die Versagerin vom Dienst, ja. Ich komme aus einer anderen, aus einem anderen Hintergrund. Also ich war mal wirklich ein engstirniger, hoffnungslos verbohrter, ehrgeiziger Hirnforscher. Nächtelang in dem Institut gesessen und meine Rattenhirne in Scheiben geschnitten. Hab nicht gemerkt, dass ich Tierversuche mache, die eigentlich völlig nutzlos sind. Hab meine 150 Originalartikel peer-reviewed irgendwo veröffentlicht, Kongresse organisiert und alles so gemacht. Das heißt, ich bin in meinem Leben schon richtig gut in die Irre gelaufen. Und dann gab es irgendetwas in mir, diese Lebendigkeit, die sich offenbar vorübergehend damit abgefunden hatte, dass das jetzt nichts mehr wird mit mir. Und die mich dann irgendwann gerüttelt hat. Und dann habe ich wieder Kontakt mit mir gekriegt. Und dann habe ich mich gefragt, wozu ich das hier überhaupt alles mache. Und was das überhaupt für einen Sinn macht, dass ich da den Serotonin-Rezeptor sequenziere oder irgend so ein Scheiß. Und dann habe ich damit abgeschlossen. Das ist wirklich ein Cut. Ich habe dieses Kapitel experimenteller Hirnforscher in diesem akademischen Rahmen einfach für mich selbst ad acta gelegt und habe dann angefangen, sowas zu machen, wo ich jetzt, was mich dorthin geführt hat, wo ich jetzt bin. Und das hat mir mit jedem Tag mehr Freude gemacht. Und so bin ich immer stärker in meine eigene Lebendigkeit gekommen. Aber ich möchte auch diese Zeit der Rollenspielerei, wo ich mich fast selber nicht mehr wiedererkennen würde, wenn ich mich heute sehe, möchte ich nicht missen. Denn ich habe in dieser Zeit all das gelernt als Hirnforscher, was ich heute brauche, wenn mir entgegengehalten wird, ich würde mich mit den Glutamatrezeptoren nicht auskennen. Oder ich hätte wieder irgendwas behauptet, was doch gar nicht stimmt. Nee, mich legt hirntechnisch keiner aufs Kreuz. Das habe ich sozusagen von der Pike gelernt. Das war schmerzvoll, das war elend, das hat mich viel Zeit in meinem Leben gekostet und auch viel
Lebendigkeit und habe Glück gehabt, habe die Kurve gekriegt. Und wenn ich jetzt so gucke, was hat mir da geholfen? Es gab immer dieses, ich nenne das immer Neugier, aber es ist eigentlich Entdeckerfreude, weil das und Gestaltungslust. Und das kann man mal so eine Zeit lang kanalisieren in so eine vorgefertigte Rolle. Als Hirnforscher kann man sich auch noch einbilden, man hat Entdeckerfreude und Gestaltungslust, obwohl man doch nur noch das entdeckt, was sozusagen auch bei der DFG und bei den Journals ankommt. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es mit dieser Entdeckerfreude und Gestaltungslust viel mehr Freude macht, wenn man die dem Leben schenkt und nicht einer Hirnforscherkarriere. Ich will das jetzt nicht länger ausdehnen, aber es werden einige dabei sein, die wissen, wie man in solche Mühlen hineingerät und wie das, dass das auch nicht so ganz einfach ist, da rauszukommen. Aber es geht, und seitdem ich weiß, dass das geht, gibt es niemanden, der das Lebendigsein mehr liebt als ich. Hm. Ja, und das ist ernst. Ja. Es kann mir auch nichts mehr passieren. Also mich verführt keiner mehr auf dieser Welt, und es wird auch dieser Welt auch kein Problem geben, woran ich scheitere. Sondern ich freue mich, wenn das nächste Problem vor der Tür steht, weil kann man nur wachsen dran. Danke. Danke, Problem, dass du gekommen bist. Auch an dir werde ich wachsen. Das ist eine andere Einstellung, als wenn man sagt, oh, schon wieder alles furchtbar. Vielleicht ist das der Starkstrom, den du da vorhin so beschrieben hast. Tja. Wir sind sehr ehrlich, findet ihr nicht? Ja, ich finde es gerade wunderschön, wie ihr es jetzt tatsächlich nach Hause bringt und so ein bisschen aus, ich will nicht sagen Nähkästchen plaudert, aber tatsächlich aus dieser eigenen, ganz euch eigenen Erfahrung und auch die Reibung und das Scheitern und das Draufkommen und sich dann wieder lebendig machen und ihr folgen. Liebe Ilan, lieber Gerald, danke, dass ihr euch 2 Stunden Zeit genommen habt für uns. Ich bin fasziniert kleben geblieben an euren Worten und wie sehr Körperforschung, welche Facetten es haben kann. Das sieht man an euch beiden, finde ich, aber in so vielen Ebenen. Und wir beide, das ist mein Wort, ich weiß, aber Mentoren geworden seid und wie ich meine, Philosophen für eine bessere Welt. Ich danke euch sehr, dass ihr euer Wissen und eure alles, was ihr seid, mit uns geteilt habt heute Abend. Danke, danke, danke. Danke dir, dass du das ermöglicht hast. Und Ilan, ich bin sehr glücklich, dass wir das miteinander vereinbart haben. War richtig schön. Danke. Vielen Dank, John. Vielen Dank, Gerald. Danke allen. Wahnsinn, wie ein knisterndes gemeinsames Hören, Lauschen, Denken im Chat. Wunderschön. Wow, so reich. Ja, auch ich danke allen Teilnehmenden. Danke, dass ihr da seid. Ich weiß, das war intensiv, und danke, dass ihr da geblieben seid, so zahlreich. Was wir heute gemacht haben, das ist Mayvolution. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinschaut. Und schaut gerne mal rein bei mayvolution.org. Da werdet ihr alles finden, unter anderem auch eine Mediathek, wo ihr Gerald auch schon mal hören könnt. Und ich habe das Gefühl, auch zukünftig vielleicht Ilan mal, wenn sie denn ja sagen wird. Mhm. Auch dieses Gespräch ist aufgezeichnet worden und ist geplant, in der Mediathek aufzutauchen. Wir freuen uns sehr, wenn dieses Netzwerk weiter wächst und diese Co-Kreation auch zwischen Mann und Frau und die anderen, die wir heute erlebt haben, ja, wenn das weiter wächst. Vielen, vielen Dank euch allen und einen ganz besonders schönen guten Abend. Wundervollen Abend, wundervolles Leben für uns alle, lebendiges ja. Leben. Ciao. Ciao. Ilan, mach's gut, war schön mit dir. Gerald, einen wundervollen Abend dir. Tolle neue Probleme, hab Spaß. Da gibt's genug. I bliss out.